Schönen guten Abend, meine Damen und meine Herren. Wir sind da mit dem Plankenschnack Nummer 3 und zwar mit diesen wundervollen Leuten. Heute ist mal wieder ein Fest der Gefühle quasi mit unserem Herrn Slapstick. Heute mal unter mir, mal wieder unter mir. Den Garak da unten und wir haben quasi einen Gast zu. Nee, wir haben zwei Gäste sozusagen. Lost ist ja heute mit zwei Leuten da, denn seine Katze ist auch anwesend. Unsere Thematiken, die wir heute quasi anschneiden werden, sind. Es geht mal wieder um Streamen. Hardware wird es werden und selbstverständlich werden wir auch auf eure Fragen antworten, die ihr über Vierfachkreuz, Hashtag, Raute oder wie auch immer ihr die Dinger nennen wollt, Plankenschnack einreichen könnt. Jungs, wie sieht's aus? Slabby? Ja, wir sind alle gemutet. Stark. Warum sind wir alle gemutet? Ihr müsst eure Mikrofone anmachen. Habt ihr eure Mikrofone an? Richtig gut. Habt ihr euch alle gemutet, ihr Pappnasen? Richtig gut. Geht wieder gut los. YOLO. Ja, das Motto des heutigen Abends. YOLO. Ich weiß warum. Ja, wir machen einfach mal hier an. Seid ihr da? Ich bin da. Seht ihr mal die Regie wieder? Da hat die Regie wieder einen Knopf gedrückt, weil Herr Lost Aiming ist immer noch gemutet. Der kriegt. Ja, wir packen den Ich Kerl. bewege nur meine Lippen und versuche so zu tun, als wäre ich hier. Ach so, okay, ganz klasse. Weil Herr Lost musste vorher noch mir wieder was mitteilen, denn er war nicht da, deswegen kam ein bisschen länger Musik. Ja, dann Moinsen, Tag auch. Guten Garak, Tag. Alter vor Schönheit, bitte. Du darfst mal wieder Hallo sagen. Hast du mich gemeint? Ja, also ich weiß nicht, Garak gibt es ja nur einen hier. Ja, hallihallo, hallo Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich zum dritten Plankenschnack. Wird sehr spannend heute, denke ich. Und ne, den Sound haben wir auch irgendwann im Griff. Das war wieder eine Geschichte, Leute, aber das gibt es natürlich nur behind the scenes. Das ist extra Material, was ihr dann bei YouTube quasi bekommt, sozusagen. Aber Garak, ich muss gleich mal nachfragen, was hat's mit deiner ominösen Cap auf sich? Ich bin jetzt modern geworden, ja. Also ich habe jetzt beschlossen, dass ich mich anpasse der Jugend, ja. Und deswegen trage ich jetzt Caps mit seltsamen, komischen Buchstabenkombinationen, wo ich nicht genau weiß, was sie eigentlich bedeuten. Aber ich find's cool. Klasse, macht einen guten Eindruck. Du wirkst gleich viel frischer, also unserem Alter entsprechend sozusagen. Naja, ich weiß nicht. Aber ich fand sie witzig, ne? Und das Motto ist doch auch Programm, oder? Definitiv. Ja. Herr Slapstick, wollen Sie sich auch noch mal zu Wort melden? Ich bin hier. Guten Tag. Ich wollte sagen, das gibt's dann die ganzen Bloopers, die gibt's dann auf der DVD als Bonusmaterial, ne? Nach der ersten Season. Sind wir uns darüber schon einig, dass wir Seasons machen? Ja, sicher. Und Ist jetzt das. Season 1, Episode 3 heute, dachte ich. Okay. Okay. Davon wusste ich gar nichts. Die nächste Folge, die muss richtig kommen, weil die vierte Folge, das ist immer die, an der eine Serie scheitert oder halt wächst. Okay. War schon bei True Detectives, oder war die vierte Folge die beste? Dessen war ich mir noch gar nicht so bewusst. Aber jetzt mal unter uns. Herr Lost zieht schon wieder so ein Gesicht. Lost Aiming, heute mal zu Gast bei uns sozusagen, weil ich denke, er hat viel zu erzählen zu seinem Thema. Lost, bitte stell dich doch mal vor. Du bist quasi das erste Mal da. Wie Das fühlt man ist sich? ja, man fühlt sich sehr aufgeregt. Also ich habe auch schon so ein bisschen Schwitzwasser in der Hose. Ja, eine coole Sache. Schon mal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ein Fan von solchen Talkrunden. Ich kenne das noch damals von Google Hangout. Ja, das fand ich damals schon cool. Deswegen bin ich mal gespannt, was heute im Abend so passieren wird. Ich habe bis auf das Thema weiß ich nicht, wie das so ablaufen wird. Von daher lasse ich mich einfach überraschen. Das war der Sinn und Zweck der Sache. So läuft das bei uns ab. Wir lassen Genau. uns eigentlich immer überraschen. Wir haben so ein Grundgerüst sozusagen und da hangeln wir uns dran hoch. Und du bist ja der Survival-König, habe ich gehört. Ja, auf jeden Fall. Ey. Ich habe auch hier, ne? Also ich habe auch gelesen hier, ganz klar, das Überlebenshandbuch, der Survival Guide. Von daher kann mir nichts mehr passieren. Wie, jetzt mal kurz, wo du den gerade da hervorgeholt hast, worum geht es dann in diesem Buch? Also wirklich um Survival? Ja, das ist eigentlich mehr oder weniger das ist von Max Brooks hier, von unserem Zombie-König Ever, der irgendwie World War Z auch
geschrieben hat. Und das ist eigentlich ganz geil, das ist wirklich wie so ein Survival Guide geschrieben, wie wenn du halt einen kaufst, wo du halt irgendwie in der Wüste Sahara am besten überlebst, aber halt nur basierend auf einer Zombie-Apokalypse. Also er behandelt das Thema Zombie-Apokalypse, als wenn das echt wäre, und sagt dir halt, welche Waffen am besten sind, welche Gegenden du aufsuchen sollst, was du machen sollst und so. Richtig cool. Also ich denke mal, dass es auch in einer anderen extremen Situation helfen kann, auch wenn da nicht Zombies auftauchen, aber es wird sich zum Lesen, ja. Wo wir eigentlich die perfekte Überleitung haben, die mir gerade in den Sinn kommt, da wir ja über Hardware sprechen wollen heute und wir ja nur geballte Kraft, sage ich mal, Warp-Kern-artige Geschosse in unseren Wohnungen haben, sind wir eigentlich perfekt ausgerüstet für die Überwachung unseres Grundstücks. Also, Slabby. Ich meine, du bist, Slabby, der Einzige gerade, um gleich mal ranzugehen an die Buletten, du bist ja der Einzige, der über einen singulären PC verfügt. Also, du streamst ja über einen PC sozusagen. Meinst du selber, also gleich um die Frage mal in die Runde zu schmeißen, die wohl die wichtigste ist, die sich viele stellen, braucht man eigentlich zwei oder im Fall von Lost zum Beispiel, braucht man drei PCs, um Content zu liefern, also Content im Sinne von zu streamen? Wenn ich die Kohle hätte, hätte ich sogar vier Rechner. Jein. Kommt darauf an, was man halt streamen möchte. Ne? Also ich komme momentan relativ gut klar mit einem PC. Momentan zumindest, so vor 2 Tagen hatte ich zum Beispiel das Problem, da hätte ich mir doch schon den zweiten PC gewünscht, mit dem ich einfach nur streame und irgendwie über den nur der Chat läuft und ich das Signal von meinem Gaming-PC sozusagen aufnehme und halt ins Internet sende. Weil das Spiel, was ich gespielt habe, zusammen mit OBS, die verstehen sich nicht. Obwohl es ein ganz, ganz Billy-Spiel ist, halt Binding of Isaac, ne? Um es mal zu nennen. Und die verstehen sich irgendwie nicht auf meinem Rechner. Und deswegen kriege ich es nicht hin. Und da hätte ich es mir natürlich gewünscht. Brauchen? Jein, ich weiß es nicht. Also von Anfang an bestimmt nicht. Aber irgendwann sollte das dann doch schon Ziel sein, einfach noch einen zweiten Rechner zumindest stehen zu haben, mit dem man halt nur das Stream übernimmt. Da können wir ja gleich noch ein bisschen näher eingehen, wenn es dann um so richtig harte Internalien geht, wie Encoding und sowas. Da möchte ich jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber wenn man ein richtig gutes Signal ins Internet senden möchte, mit der bestmöglichsten Qualität, dann selbstverständlich, dann braucht man einen zweiten Rechner. Also würdest du selber auch sagen, du hättest lieber gern noch einen zweiten dazu? Und okay. Ja. Wie ist das für dich, Garak? Wir gehen einfach mal die Reihe bam durch, ja? Alter vor Schönheit, YOLO sozusagen. Wie ist das für dich, also was macht das für dich aus? Warum hast du dich dazu entschlossen, dir noch einen zweiten dazu zu holen? Also, weißt du, wie ich meine? Also, wieso? Ich fand's cool. Ja. YOLO. Also, ich meine, ich habe angefangen mit einem PC und ich spiele ja nun sehr, sehr viel, sehr komplexe Geschichten. Also nicht einfach nur irgend so ein Game. Und ich brauche unheimlich viele Add-ons dazu. Und da wurde das irgendwann sehr, sehr haarig mit der CPU-Leistung. Ich habe zwar einen recht schnellen PC, das ist okay, aber es langte einfach nicht um eben auch einen vernünftigen, hochwertigen Stream gleichzeitig senden zu können. So, und ich bin ja sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber ich gehöre zu den wenigen, die 2 Internetanschlüsse haben und den Stream über einen separaten Internetanschluss streamen, ja? Weil ich dort einfach mehr Upload habe. Ne? Und was im Übrigen für die Sendung heute auch ganz klasse ist, ich habe nebenbei einen Bildschirm laufen, ich habe massive Paketverluste auf einem Internetzugang. Das heißt, es wäre beinahe in die Hose gegangen, wenn ich nicht den zweiten gehabt hätte. Insofern ist das ganz gut. Also der zweite PC war für mich wichtig, um ein vernünftiges 720p-Videosignal zu Twitch zu bringen. So, und das ging einfach nicht. Ich war am Ende mit dem PC und ich habe einen i7, der einigermaßen Bums hat. Aber es ist die Qualität. Ja, und deswegen habe ich gedacht, okay, ich mache das mal. Wenn ich geahnt hätte, was das bedeutet, hätte ich mir das wahrscheinlich zweimal überlegt. Aber denn der Weg zu einem vernünftigen Stream, zu einem vernünftigen Audiosignal, vor allen Dingen Audiosignal, Video ist völlig Kindergeburtstag, aber Audio, der ist sehr weit. Ne? Aber so ging es dann damals. Also es war eigentlich so aus der Not heraus, weil ich hatte Probleme mit der Qualität. Ne?
Und bei dir, Lost, ich meine, du bist ja schon noch, sage ich mal, quasi der, wie soll ich sagen, der König. Du hast ja 3 stehen. Ja? Also warum, was war bei dir der Gedankengang dahinter, zu sagen, ich brauche jetzt 3 Buden da stehen? Ja, also 3 ist halt, wie man schon, also 3, ich muss ganz ehrlich sagen, ist völlig überzogen. Braucht man absolut gar nicht. 2 ist wieder eine andere Geschichte, aber ich denke mal, da kommt man später nochmal drauf zurück. Ja, bei mir hat sich das so ergeben. Ich habe halt, klar, als PC-Gamer hat man sich halt immer wieder seine PCs aufgerüstet und irgendwann hatte ich halt mal einen extra PC hier stehen, der mehr oder weniger so vor sich hingedümpelt ist, und aber niemals irgendwie in Benutzung war. Und dachte ich mir, hey, okay, oder den zweiten PC für Streaming ist halt schon cool. Also in die Richtung geht's halt auch. Und irgendwann dachte ich mir, warum das Ganze nicht versuchen zu vereinfachen mit YouTube, irgendwie noch im Einklang zu bringen und einen dritten PC zu haben, wo man halt wirklich dann den nur benutzt, um im Endeffekt während dem Streamen, was ich ja jetzt machen, im Prinzip mache, während dem Streamen alles aufzunehmen und halt an dem Rechner dann ja laufen zu lassen, so auf die Art. Ich meine, Möglichkeiten gibt es dafür viele, da brauchst du keinen dritten Rechner. Ne, Sachen wie Shadow Play oder so. Aber es ist für mich halt, sag ich mal so, die effektivste Variante gewesen. Aber klar, ich meine, es kostet Geld und es ist auf jeden Fall nicht irgendwie must have. Es ist halt echt schon Luxus, der erstmal, ja, hinten anstehen kann eigentlich, ja. Wo du das gerade mit YouTube ansprichst, ja, du kannst ja mal aus der Sparte reden. Würdest du sagen, dass du eventuell einen zweiten Computer brauchst, um aufzunehmen? Oder könnte man das theoretisch auch, wir reden jetzt mal wirklich vom Nonplusultra. Das, was jeder gucken kann, Suche Qualität, also bei dir, glaube ich, bist du schon bei 14 angekommen, also noch die Stufe höher über 1080, dass du die schon rausschickst? Ich habe es mal eine Zeit lang rausgeschickt, dass du es halt entsprechend anders skalierst, halt ich meine, von meinem Monitor und so macht das natürlich nicht mit. Ich habe es schon mal ausprobiert und klar bringt es was, weil du kannst halt YouTube ein bisschen verscheißern, weil die geben dir für die jeweilige Auflösung, die du halt hochschickst, nur die entsprechende Mbit-Zahl, die du halt machen kannst. Also wenn du halt sagst, hey, ich habe hier irgendwie 2K-Material, aber das ist nicht wirklich echtes 2K, kannst du die halt aber verarschen, dass sie dir trotzdem mehr Bandbreite geben. Und dann das Bild an sich, wenn du jetzt nicht gerade Vollbild hast, im normalen YouTube-Player, meiner Meinung nach und auch von vielen anderen, crisper und besser aussieht, als wenn es nur 1080p ist. Aber das sind halt Datenmengen, lohnt sich momentan eigentlich noch gar nicht. Außer du hast halt dann wirklich reales 2K, 4K. Zweiten Rechner, ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, man ist momentan, wenn man einen relativ guten Rechner hat, gerade was Prozessor angeht, kann man gerade was YouTube angeht, auch easy peasy Sachen aufnehmen. Also ich habe früher Sachen wie DxStory benutzt, das Programm, was ich eigentlich recht gut fand. Jetzt heutzutage, wie ich vorhin schon angesprochen habe, mit Shadowplay. Bist natürlich auch nur, bist halt an Nvidia gekoppelt, mehr oder weniger, was die Grafikkarten angeht. Aber da erreichst du momentan recht richtig gute Resultate und halt früher war noch die Problematik, dass du einen so krassen Performance-Einbruch hattest, nebenher, dass halt dein Spiel auf 30 Frames lief und du halt nichts mehr getroffen hast im Shooter, wollte sich halt keine Sau anschauen, aber ist heutzutage eigentlich voll möglich. Also von daher, wer da die Möglichkeit hat, Kohle in einen Rechner zu stecken und die entsprechende Software hat, der kann es locker machen. Ist halt ein bisschen rumgefummelt, aber zweiten Bildschirm dahin und dann funktioniert es auch wieder. Was mir darf ich kurz? Bitte. Darf ich kurz dazwischen? Weil wir sind jetzt einfach so reingewurstelt in das Thema und reingehüpft. Ich habe den Lost Aiming jetzt gerade erst kennengelernt. Möchtest du dich nicht mal kurz vorstellen? Weil das für mich bis jetzt neu und ich glaube für viele der Leute, die jetzt gerade zuschauen, bist du auch neu. Ja, das kann gut sein. Ja, ich bin der Lost Aiming. Der Name entstand aus dieser blöden YouTube-Geschichte, dass man irgendwie so einen Doppelnamen machen musste. Ich weiß gar nicht mehr. Kann auch sein, dass ich mich da vertan habe. Ja, ich bin, damals habe ich mit YouTube gestartet, 2013, habe viele so Shooter gemacht. Im Battlefield-Segment war ich sehr stark unterwegs. Das spiele ich jetzt seit über 12 Jahren, die Serie. Mache momentan ziemlich viel Multiplayer-Games. Alles, was so kommt. Ja, und bin jetzt seit 2015, also Anfang 2015, aktiv wieder auf Twitch. Ich war mal eine Zeit lang ein bisschen da rumgedümpelt während der Arbeit. Bin jetzt seit Anfang 2015 selbstständig. Ich habe ein Auszeitjahr von meiner Arbeit genommen, um mich auf Twitch und YouTube da so ein bisschen auszutoben. Andere fliegen in Urlaub oder machen eine Weltreise. Ich mache dieses Jahr nur YouTube und Twitch. Ja, ich war da durch die Gegend und habe verdammt viel Geld in Equipment gesteckt und bin bald pleite, von daher. Sellout! Nein, ja, und jetzt wurde ich eingeladen zum Plankenschnack und mal schauen.
Slappy, du hast mir übrigens die Überleitung kaputt gemacht. Ich hatte, tut mir leid. Eben gerade schon wieder die perfekte Überleitung genau für diese Frage in der Pipe drin, weißt du? Ah, Slappy, was willst du machen? Christian, Slappy Bale. Was ich jetzt aber dann im Anschluss fragen wollte, Lost, du machst ja in YouTube und in quasi Twitch gleichzeitig sozusagen. Ja. Was, wenn wir schon dabei sind, was ist für dich persönlich, also wie ist dein Eindruck, was ist dir lieber? Kann man das so sagen? Oder sagen wir mal einfach, was sind deine Vorzüge? Das ist, eine gute Frage. Also ich hab mittlerweile, zum aktuellen Zeitpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen, meine Vorzüge gehen momentan mehr Richtung Streaming. Ganz klar, weil ich weiß, es entstand irgendwann mal aus der Lust. Man hat Leuten zugeguckt und dachte sich, hey, cool, das möchte ich auch mal machen. Internetleitung hat dann Strich durch die Rechnung gemacht. Irgendwann kam ein besseres Internet. Und dann konnte man das machen. Und irgendwie, es ist halt, ich meine, das wird wahrscheinlich nachher nochmal so ein kleines Thema, aber es ist halt für mich so ein bisschen, es ist auf der einen Seite cooler, weil man direkt mit den Leuten interagieren kann. Und ich sehe da ganz ehrlich auch mehr die Zukunft, so ein Stück weit. Also YouTube wird immer existieren und YouTube ist auch nice. Aber ich tendiere, ich habe früher mal gesagt, okay, jetzt mit meinem Auszeitjahr, ich möchte YouTube und Twitch, also streamen und Videos machen, 50-50 halten. Aber ich merke selber jetzt schon, dass es mindestens momentan schon auf 60-40 zugunsten Livestreaming gegangen ist. Und ja, mal schauen, wohin die Zukunft führt. Aber für mich ist die Zukunft auf jeden Fall Streaming, was nicht heißt, dass YouTube irgendwie bei mir oder allgemein irgendwann mal raus sein wird. Garak, da würde ich dich auch gern befragen. Du bist ja gerade auch auf dem Weg, sage ich mal, diese Vorspielerei für dich zu entdecken. Und du lädst ja bei YouTube quasi auch noch, du bist gerade beim Eisenbahnverkehr unterwegs, richtig? Weil du das ja selber nicht streamst. Wie ist das für dich gerade? Also du, dadurch, dass du ja jetzt auch beides ausprobierst. Ja, ich habe immer schon ein bisschen hochgeladen bei YouTube, so begleitendes Material, was im Livestream nicht geht oder was im Livestream schwierig ist. Zum Beispiel, wenn das Flugsimulation ist, die Planung von einem Flug, wie plane ich einen Flug von München nach Hamburg? Ja? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun und es gibt verschiedene Stellen im Internet, wo ich mir als ich sag mal Simulant, der keinen großen Geldbeutel hat, mir kostenfrei Flugpläne zum Beispiel erstellen lassen kann und so weiter. Sowas schneide ich zwar im Stream an, aber ein Stream ist so ein flüchtiges Medium. Da bist du im Grunde genommen ist das Ding im Flow und du hast halt kommen und gehende Zuschauer und du erwischst nicht jeden dabei oder einer fängt in der Mitte an oder was auch immer. Deswegen finde ich YouTube als zusätzliches Medium für mich jetzt persönlich ideal. Das heißt, ich mache Videos, die erklären, wie so eine Flugplanung funktioniert. Oder eben jetzt Zugsimulator streame ich nicht, weil ich den Zugsimulator A nicht als Simulator sehe, sondern als Spiel. Und B, weil zu wenig Leute Interesse daran haben, jedenfalls im Livestream. Und so mache ich dann halt ab und zu mal ein Video, aber auch nicht ernsthaft. Das ist einfach nur so zusätzliches Material. Grundsätzlich sind es mehr so diese Wissensgeschichten, die man im Livestream zwar rüberbringen kann, aber eben nur wenige Leute trifft, nämlich die, die gerade in dieser Sekunde da sind. Und diese Kombination macht es. Deswegen finde ich das sehr interessant und deswegen mache ich auch ein bisschen YouTube. Aber ich komme aus dem Streaming und nicht aus YouTube. Also bei mir ist, ich würde sagen, 99% ist Stream seit über einem Jahr. Und YouTube ist einfach nur ergänzendes Material. Da habe ich was Schönes jetzt. Oder mache ich dir wieder deine Überleitung kaputt? Ich hätte eigentlich die Überleitung dazu gehabt, ja. Die Frage wäre jetzt, machst du das gerade genauso wie sage ich mal, Basti, also Lost Aiming, dass du das gleich mit deinem zweiten Rechner zack hoch oder machst du das wirklich so gemütlich von einem und dann schickst du das rüber? Ich produziere mein YouTube-Krempel, zeichne ich im Grunde genommen genauso auf wie mein Stream. Das heißt, ich benutze OBS dazu und mit meinem Streaming-Rechner zeichne ich halt die Videos auf. Und dann werden die Videos, die ich erstellt habe, gehen dann auf meinen dritten Rechner, der dann ein richtiger ist, also ein Mac. Und
Und auf dem Mac bearbeite ich das dann mit entsprechenden Videobearbeitungsprogrammen, also schneide ich das halt. Und ich mache aber nicht mehr so viel. Ganz am Anfang habe ich mir viel zu viel Arbeit gemacht und habe jedes R rausgeschnitten. Diesen Wahnsinn treibe ich nicht mehr. Also ich mache ein Video und das ist so, wie es ist. So. Und ich mache vorne noch meinen Trailer davor, so ein 8-Sekunden-Ding, so einen ganz kurzen. Und ja, und passe eventuell noch mal den Sound an, falls ich zu laut oder zu leise war. Also das normalisiere ich noch ein bisschen. Und dann lade ich das hoch mit dem Mac. Also das geht dann alles dort. Also das mache ich dann nicht. Aber das Aufnehmen, das reine Aufnehmen macht mein zweiter Rechner, ja. Slabby, bitte. Ja, das war eigentlich, obwohl, ne, das bezieht sich immer noch darauf. Ich habe ja auch ein bisschen YouTube-Erfahrung gemacht, weil ich ja, während ich weg war, so ein paar YouTube-Sachen hochgeladen habe. War ja auch spaßig und alles. Und was ich aber sagen wollte, dazu bezogen, bald muss man das ja gar nicht mehr bei YouTube hochladen. Ich denke mal, da können wir auch kurz vielleicht drüber quatschen, weil Twitch hat ja jetzt auf der TwitchCon ein paar Sachen vorgestellt, die das wahrscheinlich demnächst obsolet machen. Ne? Also die Playlist-Funktion, die ja demnächst dazu kommt, die so ein bisschen gegen das Hosting wahrscheinlich gehen wird. Und das ein bisschen kleiner macht, aber auch, dass man sich eigene Videos oder die Möglichkeit bekommt, auf Twitch, auf sein Twitch-Profil, eigene Videos hochzuladen, wie quasi bei YouTube. Das heißt, während YouTube das Streaming für sich entdeckt, zwar nicht in Deutschland, aber halt auf dem Rest der Welt, im Rest der Welt, aber geht halt Twitch in genau die andere Richtung und nimmt halt YouTube den Teil vom Kuchen wiederum weg. Und ich finde das eigentlich eine ganz schöne Entwicklung und deswegen demnächst kann man ja vielleicht dann tatsächlich Videos oder wird man tatsächlich Videos, ich glaube Anfang 2016 haben sie das angesagt, genau. Wird man demnächst Videos auch auf Twitch laden und die kann man dann quasi über diese Playlist-Funktion 24/7 halt, wenn man offline ist, über seinen eigenen Kanal dann laufen lassen tatsächlich in der automatischen Schleife. Aber nur weil man es kann, heißt es ja nicht, dass es auch geguckt wird. Also ich glaube nicht, dass Twitch in der Lage ist, gegen YouTube irgendwie in irgendeiner Weise relevant zu sein, was dieses Speichern von Videos angeht. Denn Twitch wird jetzt ja schon von keinem gekannt. Ich meine, guckt euch mal in eurem Umfeld um, wer kennt denn Twitch? Ja, also noch. Das wird auch noch eine ganze Weile dauern. Also ich glaube nicht, dass das sehr, sehr erfolgreich sein wird. Aber es ist natürlich eine Möglichkeit, die man dann nutzen kann. Ich würde sie nicht nutzen, aber... Und weiter bei YouTube das machen, weil da gehen die Leute hin als erstes, die gucken bei YouTube. Aber natürlich perspektivisch ist das schon eine Geschichte, die gut sein kann, natürlich. Also wenn ich das mal aus meiner Sicht bringen darf, es ist schwer, Content zu bringen. Das wisst ihr alle. Ja? Ich meine, jeder von euch, der eine mehr, der andere weniger, ihr seid alle beschäftigt. Also da noch extra Videos nebenher zu produzieren, in Anführungsstrichen, ist schon recht schwierig. Gerade wenn du, ich weiß nicht, wie du das machst, Basti, aber wenn du jetzt beispielsweise dein Let's Play quasi hochlädst, sprichst du extra nochmal drüber oder nimmst du den Sound aus dem Stream selber? Also es kommt drauf an. Ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwelche Live-Gameplays mache, dann nehme ich das natürlich, was ich jetzt während dem Stream halt auch aufnehme. Das nehme ich automatisch nebenher mit auf. Kann ich entscheiden, ob ich es jetzt als extra Soundspur, also mein Mikro noch als extra Soundspur haben möchte, um das dann nur nachbearbeiten zu können, oder ob ich es direkt in den Gameplay-Sound mit einbinde. Momentan mache ich es eigentlich, dass ich direkt mit einbinde, weil die Qualität an sich eigentlich schon passt, dass ich jetzt nicht unbedingt noch nachbearbeiten muss mit irgendwelchen Zeug, Hochpass oder was weiß ich. Ja, ich find das Thema an sich auch sehr interessant, weil ich glaube, dass beide Parteien, sowohl YouTube als auch Twitch, halt jeweils in die gegenseitige Richtung jetzt versuchen zu schießen. Und ich finde es nett, aber ich denke auch, dass auf langer Sicht beide mehr oder weniger ein vorm Bug bekommen und YouTube weiter mit seinen Videos rumdümpeln wird und Twitch halt vorrangig mit Livestreams, was ich auch nicht schlecht finde, weil Twitch... Also ich sag mal, wie gesagt, wir müssen es momentan fairerweise auf den deutschen Bereich ein bisschen distanzieren, aber für Deutsche ist YouTube, was Streamen angeht, natürlich total uninteressant. Und ich glaube, durch die Tatsache, dass Twitch momentan natürlich seine Fühler auch in andere Regionen als nur Gaming ausstreckt und bald irgendwann wahrscheinlich die 80-jährige Oma ihren eigenen Strick-Livestream mit 3.800 Zuschauern haben wird, ja... Ne, die werden beide parallel weiterlaufen und wird auch bekannter werden. Klar ist es natürlich das Medium Streamen für viele halt einfach wahrscheinlich auch schwierig zugänglich, weil es halt einfach
live passiert. Es ist halt live, aber live kommt immer mehr. Wir sehen ja Facebook, Firmen, die Livestream auf Facebook, das wird ja alles kommen. Von daher, ich finde es okay, wenn sie da was versuchen, aber ich habe auch kein Problem damit, wenn es dann schlussendlich auf beiden Seiten nicht funktioniert, weil dann mache ich halt YouTube auf YouTube und Livestreams auf Twitch. Also ich würde da eher sagen, darf ich kurz? Ja, bitte, hau rein. Ich würde eher sagen, dass dieses Video, ich meine, Twitch ist halt eine Gaming-Plattform, ne? Vor allen Dingen so für das Gaming. Und ich glaube nicht, klar wird Twitch nicht viel YouTube klauen können, aber ein Teil vom Gaming, also von Videos, die produziert sind, halt im Gaming-Bereich, vielleicht dann doch schon. Weil Twitch sich dann vielleicht doch auf dem Markt als reine Gaming-spezifische Seite halt eher positionieren könnte. Das ist jetzt nur klar, eine Potenzialität, aber wenn du jetzt große Leute hast, die sagen, hey, ich hab Bock, mehr Livestreams zu machen, siehst du auch bei vielen YouTubern, die nach und nach auch mehr zu Twitch rüberkommen, ja, viel mehr streamen, wenn die irgendwann mal entscheiden, hey Leute, ich lade mein Content, habe jetzt Bock mal auf Twitch hochzuladen, dann ziehen die natürlich mit. Den Leuten ist es, denke ich, egal, auf welcher Plattform das ist. Richtig. Solange es funktioniert und für die Zuschauer einfach ist zu erreichen, dann können die da auf jeden Fall schon reinschießen. Und wenn jetzt Dagi, die 14-jährige, größter Fan von Gronkh, irgendwie Gronkh Stream guckt, die wird er dann nicht extra zu YouTube wieder zurückwechseln, um seine Videos zu gucken, wenn der das auf beiden Plattformen hochlädt, ne? Sondern die bleibt dann gleich hier. Genau. Aber es geht ja auch, wo wir wieder bei diesem Hardware-Thema sind, wir können ja alles separat machen. Also was heißt simultan, wir können alles gleichzeitig. Wobei ich persönlich muss, wo wir das mit dem Simultan haben, ich selber würde gerne noch was dazu sagen. Pass-Broadcasts sind ja immer eine schöne Sache. Und ich glaube, ich bin einer der wenigen, der seine Pass-Broadcasts wirklich verdammt nochmal aufräumt und da schon seine Playlisten extra gemacht hat, via Google Docs und sowas. Aber ich finde, ganz ehrlich, Twitch sollte zu Hause bleiben. Und das ist einfach mal der Stream. Weil ich sehe da keine Zukunft drin. Also Playlisten finde ich cool. Also da kann man sein ganzes Playthrough, sage ich mal so, zack, eine Playlist, greifbar bereit, dass man das so ein bisschen aufräumen kann. Aber Videos hochladen, ich weiß nicht. Also ich selber würde es eigentlich auch nicht schlecht finden, weil dann muss ich das Medium YouTube nicht nutzen, was ich jetzt aber gerade tue, um irgendwelche Guides oder sonstige Sachen hochzuladen. Und das wäre für mich ganz, ganz nett, aber ob das nachher im Endeffekt was bringt, ist wieder die andere Sache, weil YouTube ist ja nun wirklich schon ein Urgestein. Ich weiß es nicht. Wie ist denn das bei dir, Garak? Du denkst doch sicher auch, dass die besser voneinander getrennt bleiben sollen. Oder meinst du echt, dass sich quasi die Firmen umorientieren sollten und alles abdecken und somit dann quasi konkurrenzfähig sind? Nee, also ich denke, also die Erfahrung hat das ja gezeigt in den letzten 20 Jahren oder in den letzten 15 Jahren. Es ist sehr deutlich zu sehen, dass Google außer ihrer Suchmaschine so richtig nichts hinbekommen haben. Sie haben alle Sachen, die sie irgendwie noch gut am Laufen haben, doch, sie haben Gmail, haben sie noch hinbekommen, aber ansonsten ist das alles irgendwie zugekauft. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass sie aus eigener Kraft heraus jetzt einfach einen Streamingdienst aufziehen. Das haben sie ja schon mal so ein bisschen probiert. Und dann haben sie dieses Google Plus, was in keinster Weise funktioniert. Wenn sie das abschalten würde, würde kein Mensch merken, dass es abgeschaltet wird. Also ich glaube, die Trennung, also es ist verständlich, dass ein Unternehmen versucht, Marktanteile in den anderen Gegenden, auf der gegnerischen Seite oder vermeintlich gegnerischen Seite zu sehen. Ich glaube, dass Google nicht ganz glücklich darüber ist, dass sie nicht zum Zuge gekommen sind bei Twitch. Sie hatten ja auch Interesse und dass das an Amazon gegangen ist. Also ich glaube schon, dass da eher das der Grund ist und nicht die volle Überzeugung, wie das bei YouTube so oft der Fall ist. Google, nicht bei YouTube. Man weiß allerdings nicht, was jetzt passiert nach der Trennung oder der Neuorganisierung bei Google. Weil das jetzt ja eigenständige Unternehmen werden mit eigenständigen Geschäftsführern, also völlig, völlig losgelöst voneinander unter dem Dach des Alphabets oder der Firma Alphabet. Das könnte sein, dass sie da wirklich in der Richtung weiterentwickeln. Und vom Geld her tun sich beide nichts. Ja? Also das wird eine Schlacht zwischen Amazon und Google. Und
Da braucht man, glaube ich, nicht drüber reden, ob es Geld kostet oder nicht. Also ich glaube aber, die Zuschauer werden entscheiden oder die Konsumenten generell. Das ist ja immer schon so gewesen. Ich meine Google Plus, ja, ein Milliardenkonzern, der richtig Kohle reinsteckt in so einen Dienst, hat einfach mal keinen Stich gegen dieses Facebook. Ja? Und Facebook ist einfach die Nummer eins mit riesengroßen Abstand. Man mag es mögen oder nicht, das ist völlig irrelevant. Die sind die Nummer eins und zwar gegen Google, ohne dass Google überhaupt einen Stich hat. Und ich schätze, das wird so ähnlich sein, auch in dieser Videogeschichte. Livestream ist Twitch, auch wenn es derzeit, und das ist ja Fakt, kein Mensch kennt. Also im Vergleich zu YouTube ist Twitch ein Nischenprodukt, also eine Nischengeschichte für so völlig Durchgeknallte. Ja? ist ja so. Und frag mal die Hardcore, selbst Hardcore, ich habe es gerade gelesen in Twitter, selbst Hardcore-Gamer in der Bekanntschaft, zum Beispiel von Talia, die hat das gerade geschrieben, die kennen Twitch nicht. Ja? Also Twitch hat eher ein Problem mit dem Bekanntheitsgrad. Die müssen Fernsehwerbung machen. Und dann wird das schon laufen. Und dann wird auch Twitch ganz weit vorne sein. Und sie werden definitiv im Livestream, da sind die so fit, da haben sie so viel Erfahrung. Also ich denke schon, das wird getrennt. Also jeder wird bei dem anderen wildern, definitiv wird passieren, aber nicht relevant. Das denke ich persönlich auch. Übrigens noch mal kurz, hier kam eine Frage rein an dich nochmal, Basti, was du quasi beruflich machst, bevor du das hier gemacht hast. Das habe ich jetzt gerade erst gesehen. Magst du das nochmal schnell eben fix beantworten? Ja, ich bin Heilerziehungspfleger. Jetzt wissen die Hälfte der Leute, weiß es nicht, was es ist. Also ich habe davor in einem Wohnheim für Menschen mit seelischer und psychischer Erkrankung gearbeitet. Das war so ein Reha-Zentrum. Und ich war dafür zuständig, um die auf ein normales Leben vorzubereiten. Dann bist du hier auf Twitch ja genau richtig. Eben. Ja, ich wollte gerade sagen, ich mache das jetzt halt auf YouTube auch. Ne? Ja. Da hast du überall mit Verrückten zu tun. Wie gerade schon geschrieben wurde. Ich würde gerne, Jungs, lasst uns bei der Pike anfangen. Also sprich, wir arbeiten uns langsam hoch bei der Hardware, bis wir dann am Ultimo quasi angekommen sind, an der Spitze. Und zwar wurde von Sirius gefragt, wurde quasi nach der Bandbreite sich erkundigt. Also wenn wir wirklich jetzt von der Pike anfangen, welche Bandbreite, sagen wir mal, was sind eure Erfahrungen, was für eine Bandbreite braucht man, um zu streamen? Also ich denke mal, Uploaden ist ja egal, da kannst du auch mit der 16.000er, wenn du gerne 24 Stunden dein 5-GB-Video hochlädst, das geht auch. Was denkt ihr, um einen vernünftigen Livestream zu bringen, was braucht ihr für eine Bandbreite? Darf ich? Bitte, Slappy, hau rein. Also ich habe ja angefangen letztes Jahr mit, und ich habe es mir nur angeguckt mit Twitch, wie das so funktioniert, und hatte damals nur eine 2 Mbit Upload, ja. Und musste dadurch halt mit 1500 mit einem, ich habe die Wörter alle vergessen, mit 1500, was ist denn das? Kilobit pro Sekunde, ne? Ja. Genau, abgeloadet. Und hatte dazu noch einen schlechten PC, wodurch das alles sehr, sehr verwaschen wurde. Und dann habe ich mal nachgelesen, was man so braucht, und dann ist mir halt, dann bin ich darüber gestoßen, dass man halt maximal bei Twitch, ich weiß nicht, ob das immer noch gilt, aber maximal ist die Vorgabe von Twitch, mit 3500 darfst du halt uploaden. Was brauche ich da für ein Internet? Und dann bin ich halt darauf gekommen, 5 Gigabyte, Mbit sollten reichen, als Upstream, nicht Downstream. Viele verwechseln das. Man braucht halt diesen Upstream, denn du musst ja ins Internet reinsenden. Und seit ich eine 5 Mbit Leitung habe, die ich zum Glück, also eine Upload Leitung habe, die ich zum Glück alleine nutze, weil hier sonst niemand streamt oder sonstige Sachen hochlädt, habe ich hier kein Problem damit. Klar, wenn ihr jetzt in einem Studentenwohnheim sitzt oder so, wo noch 2 andere Leute oder 3 andere Leute gleichzeitig streamen wollen, dann braucht ihr natürlich mehr. Aber ich glaube, so eine 5 Mbit Leitung, die ist schon ordentlich. Um ganz kurz mal dich zu korrigieren, weil ich da selber auch schon mal einen kleinen Disput hatte, was diese 3.500 angeht. Ich habe auch mir mal den Spaß gemacht und habe mal mit 4.8 ins Internet gejagt, weil man ist ja immer auf der Suche nach der perfekten Qualität. Ja. Das kann man auch. Aber da wird Twitch manchmal hellhörig und meldet sich dann mal bei dir und sagt, naja, magst du nicht vielleicht ein bisschen runterstellen? Also ich glaube, so 3.5 Peak, wenn man sich auch umguckt, ist schon ganz wichtig. Ja, man kann,
Das wollte ich noch sagen, wenn ich kurz noch darf. Man kann auch mit 2500 in einer relativ guten Qualität streamen, braucht dafür aber einen ziemlich guten PC. Wenn deine CPU sehr, sehr gut encoden kann, on the fly, halt für Stream, dann kannst du tatsächlich, das hatte der Wild, glaube ich, aus Australien, mit australischem Internet, logischerweise, der hat halt das Problem gehabt. Als der sich einen neuen Rechner gekauft hat, hat man kaum noch Unterschiede gesehen, während der mit 2000 oder 2500 Kilobit halt hochgeladen hat. Lass uns das später nochmal aufgreifen, die Thematik, und da nicht so tief reingehen. Garak, du jetzt als Nicht-Partner, ja, du bist ja jetzt bei Twitch nicht gepartnert. Wie denkst du, ist für dich die Ressourcenverteilung, wenn du jetzt in der Primetime, sage ich mal, im deutschen Bereich den Stream anreißt? Also wie, du kannst ja die andere Frage gleich noch mit beantworten, aber die würde ich gerne noch dazu stellen. Wie ist das für dich? Also zu der ersten Frage, ich habe angefangen mit 2 Megabit Upload. Und mache heute so im Peak 3,5 Megabit über den extra Streaming-Rechner. Ganz zu Anfang waren es halt 2 Megabit auf meinem ganz normalen Zugang, der 2,5 Megabit hat regulär. Manchmal connectet er auch mit 3, also das ist unterschiedlich, aber 2,5 hat er nur regulär, weil mein DSL nur 25 Megabit hat. Und deswegen hatte ich dann 2 Megabit und das war kein Problem, damit ging es schon. Der größte Fehler, den man da machen kann, den hast du mir erklärt, Nils, den habe ich auch gemacht und den machen viele. Viele nehmen auf mit 1280 und rendern runter auf 27p, damit sie nur 720p senden. Aber der große Fehler passiert da dann schon. Man sollte dann auch im OBS 720p direkt einstellen und nicht erst wieder runter auf 720p gehen von einem 1280p-Signal. Das hat bei mir eine ganze Menge gebracht. Das Bild, der Upload war zwar der gleiche, aber ich habe eine wesentlich bessere Bildqualität plötzlich gehabt als vorher. Ja? Also das hat schon eine ganze Menge. Das machen, glaube ich, viele falsch. Ich habe es auch falsch gemacht. Ja, zu der anderen Frage, Ressourcenverteilung, du spielst ja wegen der Nichtpartnerung an auf den Source-Button oder überhaupt also einen Qualitäts-Button. Ja. Ich habe noch nicht das Problem nicht so. Als ich noch nicht so viel Zuschauer hatte, war das natürlich nicht so toll, weil und vor allen Dingen Twitch hat ja erst seit, ich weiß nicht, seit wann ist das jetzt? 2, 3 Monate vielleicht. Für Normalsterbliche, sag ich mal, auch den Qualitätsbutton. Das haben die Ende letzten Jahres mal ausprobiert. Da hatte ich dann auch 2, 3 Mal, aber dann wurde das ja ein halbes Jahr lang wieder gecancelt und nur die Partner hatten den Quali-Button. Seit also 3 Monaten kriegt man ihn auch so tagsüber recht einfach, mit 20 Zuschauern meist schon, aber abends zur Primetime, und ich sende ja nur zur Primetime, da brauchst du mindestens 80 Zuschauer. Das ist so im Mittel, manchmal auch ein bisschen mehr, aber so bei 80 Zuschauer musst du haben und das ist für viele schwierig. Ich schaffe die zum Glück, aber deswegen habe ich da eigentlich keine Probleme mit der Verteilung der Ressourcen und so. Also ich kann jetzt bei mir jetzt keinen direkten Nachteil sehen. Also liegt aber wahrscheinlich daran, weil ich eben auch ausreichend genug Zuschauer habe. Ne? Wenn du nämlich unterhalb bleibst, dann hast du halt nur Source und dann können viele dir deinen Stream nicht zugucken. Dann puffert das, was das Zeug hält. Los. Bei dir komme ich jetzt mal gleich wieder mit dem Brocken an. Jetzt kommt er. Ja, pass auf. Also mein Weihnachtstraum, Weihnachtsmann Lost, ist immer noch 1080p 60fps Stream. Ist mein Traum. Ja. Du selber, du hast ja die Hardware stehen. Jetzt gib mal deine Einschätzung dazu. Du kannst die andere Frage auch gleich noch mit beantworten wieder, aber die lege ich dir noch oben drauf. Gib mal deine Einschätzung dazu. Wird es, oder sagen wir mal so, ist es sinnvoll und realistisch, das durchzuziehen? Würdest du, also juckt dir das auch so ein bisschen in den Finger als Partner bei Twitch, wo du die Ressourcen in der Theorie hättest? Ich habe es mal ausprobiert. Das ist sogar schon ein bisschen her. Da hatte ich noch eine kleinere Leitung. Seitdem ich jetzt die neue Leitung habe mit mehr Upload, habe ich nicht nochmal ausprobiert. Das Problem ist, was ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann den technischen Hintergrund nicht nennen. Das weiß vielleicht jemand, der da versiert ist. Aber was ich immer mehr oder weniger aufgeschnappt habe und mir sagen habe lassen, solange Twitch halt auf Flash basiert, hat das 1080p, macht das nur Probleme. Natürlich kommt hinzu, dass du mit, ich sag mal, um einen 1080p, sogar noch 60fps-Stream in der gleichen Qualität zu bekommen, wie jetzt, wenn du jetzt 720p mit der entsprechenden Qualität streamst, brauchst du halt mindestens, glaube ich, 6 Mbit im Upload.
Das heißt, die Leute müssen halt auch die entsprechende Leitung haben, um sich das Ganze anzuschauen. Natürlich kann man dann sagen, ja okay, aber wenn du Partner bist, du hast den Source-Button, dann können die ja runterstellen. Das Problem ist aber, wenn du halt dann runterstellst auf 27, was die nächste Stufe dann wäre, regelt ihr relativ schnell runter. Und Twitch regelt auch relativ schnell mit den Bitraten runter und sehr, sehr brachial. Dann schaust du dir im Endeffekt den ach so tollen 1080p 60 FPS Stream dann auf 720p an, aber bei weitem nicht in der Qualität und mit der Upload-Rate, wie wenn du ganz normal auf 720p streamen würdest. Ich habe das mal ausprobiert. Von daher ist es momentan, ich sag mal, bis auf Sachen wie League of Legends, 1080p, 30 FPS, dann von mir aus auch mit 3,5 Mbit Upload, das funktioniert, weil da ist nicht so viel Bewegung drin, das fällt nicht so auf und wie er Slap schon meinte, wenn man halt auch noch eine entsprechend starke CPU hat, dann kann man da noch gut entgegenwirken. Aber man würde gern, aber momentan macht es, glaube ich, absolut keinen Sinn, weil einfach zu wenig Leute es gucken können und es wäre eher kontraproduktiv, sag ich mal, wenn man natürlich darauf aus ist, auch vielen Leuten, mehr Leuten da draußen ein Programm zu bieten und sie es nicht gucken können. Ist halt natürlich blöd. Ich selber streame momentan auch mit zwischen 3,6 und 3,7 Mbit. Aufgrund dessen, weil dir Twitch halt nochmal mindestens 100 Kilobit klaut, mit der ganzen Verwurstelung, Server und so ein Shit. Ja, aber klar, wenn du den Source-Button nicht hast, dann musst du zwangsläufig runterregeln, weil du hast halt sonst das Problem, dass viele es nicht gucken können. Ist halt schade, aber ja, ich finde es gut, dass sie es jetzt eingeführt haben, dass man halt auch als Nicht-Partner mit moderaten Zahlen auch schon den Button kriegt, aber ja, wie natürlich Gara gesagt, am Primetime ist halt schwieriger. Aber es ist, ja, es ist immer wieder, es kommt immer wieder auf das Thema, aber es wird von vielen, natürlich von Twitch selber auch, weil die natürlich die Last nicht haben wollen, aber auch von vielen da draußen immer schnell wieder kaputt geredet. Aber auch mit einer Sinnhaftigkeit dahinter, also 1080p. Schade, mal schauen. Also ich selber würde es mir wünschen. Ja? Um ja, einfach jetzt das Thema kurz mal zusammenzufassen, also verbleiben wir mal dabei, dass wir, sagen wir mal, einen akkuraten, vernünftigen Stream, so ab 2 ab könnte man das schon regeln. Und dann ist nach oben keine Grenze. Die Grenze wäre nur, Twitch meldet sich bei dir. Wie seht ihr das selber? Da wir ja diese 1080p, also Full HD und HD Ready, quasi 720p, lasst uns das doch einfach mal ganz kurz diskutieren, weil ich denke mal, das hat ja, wie der ein oder andere von euch sicherlich auch weiß, einen sehr großen Einfluss auf euren PC. Und ich denke auch, dass einige Leute da draußen manchmal eventuell, die sich ein bisschen, sag ich mal, näher mit der Thematik befassen, doch etwas zur Weißglut getrieben werden, weil sie dann sagen, Mann, mein 720p sieht gar nicht so gut aus wie den 720p. Garak, du bist ja, sag ich mal, als Paradebeispiel, hast du ja selber gesagt, du hast ja zwischendurch auch Probleme gehabt. Für dich, sagen wir mal, würdest du dir lieber, also auch mit den FPS, ja, also die Bilder pro Sekunde, ja, Frames per Second, für dich, für dein Auge, was denkst du, ist das Sinnvollste, was man gehen sollte? 30 FPS ist nach meiner Meinung ausreichend, denn das ist, ja, ist sowieso so ein Problem mit den Frames, die ja immer, gerade bei Spielen oder bei Spielern, immer ein wichtiger Bereich sind, ja. Und nur das Auge, wenn man sich damit mal beschäftigt, kann gar nicht so viel sehen, also so schnell sehen. Und es bringt gar nicht so viel mehr als das, was man an Energie und Aufwand und an Leistung reinstecken muss, um eben vernünftige 60p zu machen oder noch mehr. Und deswegen ist es nicht so relevant. Also ich würde sagen, 30p ist ein ideales Maß. Und wenn man dann einigermaßen Upload hat, also mehr als die Standard 2 Megabit, mit denen das einfach nur so leidlich geht, aber ausreichend für den einen oder anderen vielleicht, dann eben auf 3,5 Megabit hoch, 27p mit 30, das ist, glaube ich, das, was im Moment, zumindest was die Technik angeht bei Twitch, und bei dem, was man zu Hause so hat, an bezahlbarem Equipment, ich glaube, das ist eine gute Kombination. Bei dir, Slabby, also du bist ja, sage ich mal, wie soll ich das sagen? Deine Spiele sind ja nun nicht AAA. Ja? Ich sag's jetzt einfach mal so raus, es ist ja wirklich so, für dich, vielleicht kannst du mal aus deiner Sparte, ja, da wo du jetzt quasi herkommst,
Wie ist das für dich? Also wie empfindest du das? Denkst du, dass bei dir quasi mit deinen kleinen Binding of Isaac, Minecraft, also diese, sage ich mal, etwas kleineren Spielen, wie ist das für dich? Was würdest du da sagen, wäre so das Optimum? Oder wie fühlst du das als Streamer? Ich will immer mit 60 Frames per Second streamen. Kann es momentan mit Isaac nicht, weil da mein Rechner halt nicht mitmacht oder Isaac und OBS nicht mitmachen. Minecraft habe ich auf jeden Fall mit 60 Frames per Second gespielt, weil für mich der Unterschied immens ist, persönlich. Also Garak schüttelt mit dem Kopf. Ich sehe den Unterschied absolut. Und das Spiel. Nein. Das ist immer, so viele sagen, das sieht man nicht. Das Auge kann nicht mehr als 24 Bilder pro Sekunde sehen oder so. Nein, das ist ein Fehlgedanke. Das Auge kann mehr als 24 Bilder pro Sekunde sehen. Du hast einfach nur ab 24 Bildern pro Sekunde siehst du ein flüssiges Bild. Davor siehst du nur abgehackte Bilder. Und ab dann switcht sozusagen das Gehirn um und ab dem Moment siehst du sozusagen ein Bild flüssig. Aber du siehst den Unterschied von 30 zu 60 und du siehst sogar den Unterschied von 60 zu 144. Ja, das stimmt. Du und zwar absolut. Ja. Und ein Spiel sieht immer besser aus, je mehr Frames per Second du hast. Mein Problem ist dabei allerdings, dass Kameras schlechter aussehen mit 60 Frames per Second. Mhm. Weil eine Kamera wiederum, man ist einfach gewöhnt, Menschen im Fernsehen oder im Kino mit weniger Frames zu sehen. Und wenn das Auge dann plötzlich eine Kamera mit 60 Frames per Second sieht, dann sieht das wiederum wie sieht das aus, als hättest du das mit einer Handcam irgendwie aufgenommen und so. Und da ist halt der Unterschied. Also für mich, wenn ich die Einstellung habe, und ich glaube, die gibt es sogar in OBS, dass ich meine Kamera nur in 30 FPS abgreifen kann, aber das Spiel in 60, dann mache ich das immer. Und wie gesagt, also gerade Minecraft ist halt ein Spiel, was sehr, sehr schnell, ne, wie jeder im Prinzip, ist halt Ego-Perspektive. Also wie ein Ego-Shooter auch. Die Bilder wechseln schnell und je mehr Frames man hat, umso besser sieht das Spiel dann halt aus. Für mich persönlich. Und deswegen versuche ich immer mit 60 zu senden. Man muss halt aber, wie Garak auch richtig sagt, dabei halt beachten, man verliert viel Qualität, weil es einfach das Doppelte an Quantität ist, was man hochlädt. Und dabei bleibt halt viel Qualität wieder auf der Strecke. Also ist das für dich auch in deiner Sparte an Spielen, die du spielst, dir auch wichtig? Nichtsdestotrotz? Ja. Absolut. Alright. Ich möchte meinen Stream in 60 FPS sehen und deswegen sende ich ihn auch in 60 FPS, wenn ich kann. Du, Lost, kommst ja quasi aus der Shooter-Gegend. Ja? Hm. Also du bist ja quasi, also ich sag mal, ich habe dich noch nie was anderes spielen sehen. Also sei es drum Battlefield, sei es drum H1Z1, sei es drum, dass du Rainbow Six spielst, jetzt aktuell auch. Wie ist das für dich? Also was hast du für ein Empfinden? Würdest du, du kannst auch gerne ausschweifen und nochmal zu YouTube gehen. Die Frage kann Garak ja auch beantworten, weil er da doch recht aktiv ist. Also wie ist für dich das Empfinden? Ja, also seitdem ich 60 FPS streame, die Möglichkeit habe, das zu tun, ich würde nie wieder zurückgehen wollen. Ähnlich ist es, um jetzt auszuschweifen, fängt ja schon bei Sachen wie Monitor an, die Herzzahl vom Monitor. 60 Hertz Monitor, sorry, kannst mich mit jagen. 120 plus ist für mich auf jeden Fall mindestens muss das sein. Ich habe einen 144 Hertz Monitor momentan hier, auf dem ich auch spiele. Natürlich musst du die FPS-Raten im Spiel dann auch erreichen, um den vollends ausnutzen zu können, aber die Diskussion, klar, die Sache mit den Frame-Raten und so, die gibt es schon immer. Aber du kannst, denke ich mal, um es jetzt mal auf die Shooter zu legen, du kannst jeden Pro-Gamer, sage ich jetzt mal, also Leute, die es wirklich auf so einem Niveau spielen, dass sie halt damit ihren Lebensunterhalt verdienen, fragen und wenn du dem sagst, hey, hier, du spielst, ne, spiel mal mit 60 Hertz Monitor oder so, der wird dir, also gut, Counter-Strike ist wieder eine andere Geschichte, die richtig knallharten Oldies, die spielen dann mit ihren Röhrenmonitoren dann noch rum, aber du hast halt wirklich, wie schon gesagt wurde, von 30 auf 60, das sind Welten und von 60 auf 80, 90, dann noch 120, 125 oder so, das ist krass. Also du merkst halt auch, wenn du zwei Leute mit der gleichen Fähigkeit hast und setzt die an zwei Rechner, die komplett identisch sind und du hast an dem einen Rechner einen 60 Hertz oder von mir eher einen 60 Hertz Monitor und an dem anderen Rechner einen 120, 144 Hertz Monitor, dann hat der mit dem Monitor mit höheren Herzraten
einen enormen Vorteil. Einen enormen Vorteil. Das ist echt krass. Das glaubt man nicht. Das muss man auch selbst erleben. Es gibt, denke ich mal, auch Leute, die das vielleicht nicht erleben können. Ich weiß nicht, ob die das soll jetzt auch kein nichts Böses sein, aber jeder hat ja irgendwie andere Wahrnehmungen, aber das ist halt echt enorm. Und ich höre es halt jetzt immer noch wieder, was ich sehr erstaunlich finde, weil momentan hat sich das eigentlich schon auch auf Twitch etabliert, wenn man es machen kann, also gerade was Shooter geht, 720p, 60 FPS, wo Leute in den Chat schreiben und fragen, warum läuft dein Spiel so flüssig? Und ich mir dann frage, okay, ich weiß nicht, die haben vielleicht Probleme, dass ihr Spiel halt laggt bei sich zu Hause und die halt nicht irgendwie große Raten, Frameraten haben oder so. Aber es bezieht sich nur rein auf das, was sie sehen. Und sie sehen halt, bei mir im Stream läuft das Spiel halt für sie wirklich flüssiger, als was sie selber zu Hause spielen, weil sie vielleicht nicht den entsprechenden Monitor haben oder so. Es ist halt total abgefahren und ich merke halt selber, ich möchte es auch gar nicht. Also Shooter sowieso nicht. Spiele, die langsamer sind, wie zum Beispiel jetzt MOBA, die ganzen MOBA-Titel oder so, da reicht durchaus 30 FPS aus. Da kann man, 30 Hertz oder 30 FPS im Stream dann, ja. Da kann man auch auf, wie vorhin gesagt, auf Full HD gehen. Und was YouTube angeht, da war ich jetzt auch erfreut, dass es jetzt ja seit geraumer Zeit auch die 60 FPS-Option jetzt drin haben für HD und Full HD. Ich glaube mittlerweile sogar für 2K, wenn ich mich nicht irre, ich weiß es nicht. Und das ist auch nochmal was anderes. Also wenn man sich selber dann die Aufnahme nochmal im YouTube-Player anschaut, nachdem man es hochgeladen hat und was man auch mit 60 FPS aufgenommen hat, das ist auch nochmal wie Tag und Nacht. Also du merkst halt, man fühlt sich halt, ich fühle mich dann immer so, als wäre ich mehr drin in dem Video, als würde ich selber noch spielen, so auf die Art. Und nicht so dieses, wie man gerade hatte, in Bezug auf Kameras, ist ja noch was anderes, so dieser Ding, ich bin nur der Zuschauer und okay, das ist dieses langsame Bild. Es hat ein anderes Feeling einfach. Es ist, ja, ich bin froh darüber, also ich freue mich. 60 FPS ist für mich auch okay, es muss jetzt nicht irgendwie auf 120 hochgehen, was Videos angeht, weil da macht es dann, glaube ich, auch keinen Sinn mehr. Aber was jetzt Streaming und Gaming angeht, da auf jeden Fall 60 plus kann nicht mehr ohne. Wenn ich 60 Hertz spiele auf der Gamescom oder so, oder 60 Hertz Sachen oder so, treffe ich nicht die Bohne. Total für den Arsch. Vielleicht triffst du aber auch einfach generell nicht, so wie wir alle. Ja, wahrscheinlich. Ja, was eigentlich ist es auch negativ, weil du so gesehen ja dann, du bist das eine schon gewohnt und verlernst das andere. Von daher haben Leute, die natürlich mit, wenn du gegen Leute spielst, die halt nur 60 Hertz Monitor oder so haben oder auch nur 60 FPS im Spiel erreichen und dich trotzdem wegmachen, dann sind die schon richtig gut, wenn du halt trotzdem gleiches Level bist vom Skill, aber einen höheren Monitor. Und die haben halt dann auch einen gewissen Vorteil. Wenn die dann mal upgraden zu 120 Hertz oder so, dann werden die halt völlig durch die Decke gehen. Also Leute draußen, eure E-Sports-Karriere wartet auf euch, wenn ihr jetzt schon abgeht wie Schmitzkatze. Zum Glück reden wir über Stream, weißt du? Also ja. Gut, dass du Gamer animierst, obwohl wir über Stream reden. Klasse, aber ich habe die Antwort Spots rausgelesen. Streaming funktioniert auch gar nicht, ne? ich glaube, Garak wollte noch was einwerfen, wenn ich das... Homöopathie ist auch so eine Sache, woran man glaubt und die wirkt nicht. Ich halte das Ganze für Esoterik. Wir sollten mal einen Arzt einladen, weil es diskutieren immer nur Gamer mit Gamern über FPS. Ja. Wir haben aber alle gar keine Ahnung davon, wie ein Auge funktioniert. Ich glaube es, wie gesagt, nicht. Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen, und es gibt einen Unterschied zwischen einem 60-Hertz-Fernseher und einem 120 oder 140 oder was auch immer. Natürlich, das ist eine Hilfe. Aber ob man wirklich relevant mehr sieht mit mehr Frames, das ist, glaube ich, eher so, es sieht schicker aus. Aber ich glaube nicht, dass man dabei wirklich besser, naja, mal abgesehen davon, ich treffe ja eh nichts, aber also ich könnte 200 Frames haben und ich würde nichts treffen. Aber das ist eine andere Geschichte, ja. Das hat, glaube ich, irgendwas, nicht, hat er halt schon. Aber ich glaube, man sollte mal gucken, ob wir vielleicht einen Arzt irgendwo kriegen. Es gibt Gamer, die sind Ärzte und da sollte man einfach mal, warum nicht, laden wir mal einen ein zu diesem Thema. Bitte. Ne? Wäre doch mal was. Das wäre richtig gut. Das ist eine klasse Idee. Ich kann es beantworten. weil wir uns immer halt nur an dem Sehen aufhängen. Das hat gar nichts mit dem Sehen zu tun, aber du hast, wenn du mehr Frames hast, das heißt Frames, also Frames per Second, Bilder pro Sekunde, den entsprechenden Monitor hast mit der Herzanzahl, wo du dann effektiv die Bilder verarbeiten kannst, das muss ja in Kombination liegen, hast du mehr Bilder, die bearbeitet werden können. Das heißt, und jetzt kommt der wichtige Aspekt, gerade was Shooter angeht, ich schiebe das mal hier so rein, ob man das sieht, die Mausbewegungen sind viel flüssiger, viel smoother,
du hast diesen Maus-Lag, diesen Maus-Delay, der ist weitaus geringer als das, was du bei halt wenig, niedrigeren FPS-Raten hast. Das heißt, du kannst schneller, wenn du halt das machen kannst, mit Pixel genau auf Sachen zielen und abdrücken und hast somit ein flüssigeres Spiel. Und damit bist du besser. Das ist das ganze Geheimnis im Endeffekt dahinter. Man hätte es vielleicht sagen sollen, es geht nicht immer nur darum, was man sieht, sondern es geht auch darum, um die Peripherie, also gerade eigentlich nur die Maus, was jetzt Shooter angeht, dass die Mausbewegungen dadurch einfach flüssiger werden, schneller, präziser werden. Und das ist halt beim Shooter einfach das A und O. Und es geht immer noch um Sehen, ne? Du driftest immer die Schiene ab vom Spielen. Also das ist ja, es geht ja darum, dass wir das als Streamer sehen wollen. Und ich fand die Idee von Garak gar nicht so schlecht, dass wir wirklich mal einen Arzt einladen, der uns sagt, was Phase ist. Also Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, stimmt ja, was will denn Hals-Nasen-Ohren bei uns? Wir wollen Augenarzt haben. Wir brauchen Augenärzte. Ich glaube, da brauchst du aber eher einen Neurologen, weil es geht da eher ums Gehirn als ums Auge. Wir können wir können auch einen Fünfer machen und dann laden wir einen Neurologen ein und einen Augenarzt. Aber ich glaube, dass jeder Arzt, egal welcher Fachrichtung, mehr weiß als wir. Also insofern langt wahrscheinlich ein Normaler. Normaler? Ich bin Sanitäter, Ausgebildeter. Ja, das ist kein Arzt. Weil wie gesagt... Stimmt, ich kann mehr als ein Arzt. Ich glaube, dass Lost das wirklich ab und zu, da hast du recht, Nils, dieser Unterschied zwischen Sehen, ja, also das Sehen, glaube ich, ist nicht relevant, aber du hast natürlich recht, Lost, wenn du exzellente Hardware hast, super auflösende Monitore, schnelle, präzise Mäuse, ja, und dann auch noch jung genug dazu bist, das muss ich so sagen, dann triffst du den Pixel, ja, und zwar den du treffen willst, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber das, glaube ich, hat nichts so direkt mit dem Sehen an sich zu tun, sondern das ist eine Kombination dann aus einer exzellenten Hardware und dem, was man sieht. Lass uns einfach mal, weil ich schon merke, das ist ein sehr großer Streitpunkt, wo viele Geister sich scheiden, was auch gar nicht schlimm ist und ich finde es auch gut, dass es so ist. Worauf ich jetzt eigentlich, ich würde gerne den nächsten Schritt weitergehen, ich denke mal, wir haben uns geeinigt, dass wir auf 720p streamtechnisch am besten fahren, ob nun 60 oder 30, das liegt dann beim jeweiligen, bei Persona, die sich das halt quasi aussucht. Was ich persönlich immer sehr wichtig finde beim Stream, ist ja immer die Stimme. Ja? Es ist die Stimme und das wurde auch mehrfach schon gefragt bei Twitter. Was habt ihr für ein Empfinden zu eurem Mikrofon? Also ich meine, ihr habt jetzt alle, haben wir nicht alle dasselbe? Ich glaube, wir haben alle dasselbe. Nee, du nicht. Wie ist das bei euch mit den Mikrofonen? Also wann habt ihr für euch selber gesagt, okay, pass auf, ich hole mir jetzt hier total die Wanne ins Haus und dann quatsche ich aber wie George Clooney. Slabby. Du spielst ja selber sogar auch, du bist ja Musiker und singst ja auch ab und zu mal einen Chanson, um die Ladies zu begatten sozusagen. Wie ist das für dich? Also für Stream? Mit dem Mikro jetzt, mit dem Audio. Ja, bitte. Du musst was? Das Mikrofon, ja. Ja, also ich habe das Behringer BL2 Pro. Das habe ich mir allerdings schon vor fast 10 Jahren, also bald sind es tatsächlich 10 Jahre, gekauft, halt eben um Musik zu machen damit, weil ich halt am PC, ich hatte Zeit und ich wollte ein bisschen Musik produzieren, Gitarre, Gesang etc. pp. Und dafür hatte ich mir das halt gekauft, da habe ich bei Thomann halt, wo ich im Prinzip alle meine Audiosachen her habe, ein bisschen rumgeguckt und dann war irgendwie das für den Preis, was ich damals ausgeben wollte, das Beste, was es da halt gab. Da gab es halt noch keine, ich glaube damals, also es gab auf jeden Fall Let's Player, aber die waren noch nicht so groß und deswegen war das in dem Bereich noch gar nicht irgendwie so Thema, dass Leute da so viel über das Let's Playen und Mikros und so Gedöns halt gequatscht haben. Ich hatte das halt, wie gesagt, zum Audio, für Audios auch, gekauft. Da gibt es auf jeden Fall einiges zu beachten. Es ist halt so ein Großmembrankondensatormikrofon, wie das sich so schön nennt. Und wenn man das jetzt nicht gerade in der USB-Variante hat, und damals gab es, glaube ich, noch gar keine USB-Varianten, dann muss man halt schon darauf achten, dass man irgendwie einen Phantomstrom irgendwie da reinbekommt, denn ohne halt funktionieren die nicht, oder schon, aber nicht so wirklich, also man kann sie nicht nutzen. Da muss man halt viel beachten, da können wir gerne gleich drauf eingehen auch noch. Aber für die Frage war jetzt gerade nur, ob ich das brauche oder worauf wolltest du hinaus? Die Frage ist halt, warum haben eigentlich, sagen wir mal, fast alle Streamer solche dicken Omsen vor sich hängen? Das ist halt die Frage. Naja, weil sie einfach die Stimme
am besten aufnehmen. Die Stimme ist halt relativ, wie sagt man, die hat halt, je mehr du von der ganzen, je mehr Frequenzen du quasi über ein Mikrofon aufnehmen kannst, umso besser klingt die Stimme, die du dann ins Internet sendest über den Stream. Und diese Großmembran-Kondensator-Mikrofone, die können halt am besten, halt am meisten aufnehmen. Die sind halt richtig schön empfindlich und haben dadurch den besten Klang einfach. Und deswegen, denke ich mal, haben die meisten dann auch tatsächlich diese Mikros. Klar kannst du dich hier mit einem SM59 oder SM58 oder SM57 hinsetzen, aber du wirst niemals im Leben den Klang haben, wie jetzt mit so einem dicken Ding. That's what she said. Wenn ich jetzt mal auch was sagen darf zu irgendeiner Frage, weil ich frage ja eigentlich nur, ich selber bin, glaube ich, das beste Beispiel für Tüfteleien. Also ich tüftel ja wirklich an allem rum und versuche mich da, wie soll ich sagen, zu belesen und zu machen. Also ich muss sagen, man könnte darauf verzichten. Manchmal ist es, also Audio ist manchmal ein Fluch, aber auch ein Segen. Und ich denke mal, Garak kann das bestätigen aufgrund der Vorbereitung, die wir heute hatten. Für mich selber... Ich sag euch das so, wie das ist. Kauft man sich, bin ich ganz ehrlich, kauft man sich von Beyer Dynamics ein Headset für, nennen wir es jetzt einfach mal preislich, irgendwas bei 250, 300 Euro und jagt das durch eine Software, die sich Reaper nennt, wo man nahezu alle Beigeräusche rausfiltern kann, jegliches Rauschen wegmachen kann. Für euch da draußen, Leute, Reaper heißt die Software, guckt euch das Ding an. Ihr könnt aus, ich sag's jetzt wirklich frei raus, aus Scheiße Gold machen. Und aus Scheiße Gold meine ich, ihr klingt danach klar, vernünftig und viel besser als vorher. Und das kostet euch einfach mal 50 Euro für eine Lizenz für das Programm. Die Frage ist, glaube ich, auch so gestellt, ob sich das wirklich rentiert, sich quasi so ein riesen Sound-Setup hinzustellen. Ich meine, alle vier Beteiligten, die jetzt gerade hier sind, haben, denke ich mal, die ein oder andere Mark investiert, um das stehen zu haben, was dort steht. Aber ich sag mal, für den Anfang, wenn man das nicht in Anführungsstrichen professionell macht oder das wirklich sein Hobby ist, Hobby wie zum Beispiel, ich will nicht sagen Modellbau, aber sowas in die Richtung, wo man viel Geld investieren muss, sollte man davon absehen, schon von Anfang an so an den Start zu gehen. Weil das Problem an der ganzen Sache immer, was ich dabei auch sehe, ist die Entwicklung. Und die Entwicklung gehört dazu. Und das hatten wir ja auch die vorigen Male. Also ich bin ganz ehrlich, um die Frage zu beantworten, ich würde niemals so starten wollen, dass ich mit diesem Setup, was hier gerade steht, würde ich nicht anfangen. Ich würde mir wieder ein normales Headset kaufen, schön, also qualitativ hochwertigeres Headset, sage ich jetzt mal, nicht so 80, 90 Euro, sondern ein bisschen höher im Segment und mich dann belesen, wie ich die Qualität verbessern kann. Garak, wo ich gerade von dir gesprochen habe, du hast ja so auch die ein oder anderen Probleme. Wie wäre es denn mal, wenn du über die Kehrseite sprichst, also wenn nicht alles wirklich wunderbar läuft? Naja, ich habe mal, um da anzufangen, ich habe mal einen Behringer B1 gehabt, womit ich Podcasts gemacht hatte. Das fand ich nicht wieder, deswegen habe ich mir einen Behringer SC450 USB gekauft, was ein sehr gutes Einstiegsmikrofon ist. Wenn man mal davon absieht, dass diese Großmembranmikrofone eigentlich völlig falsch sind für uns. Das sind Gesangsmikrofone, dafür sind sie eigentlich gedacht. Eigentlich wäre ja für einen Podcaster bzw. für einen Streamer ein Richtmikrofon für Audio, also für ganz normale Sprache, Richtmikrofon das Richtige, damit er die ganzen Nebengeräusche, wenn ich hier mit der Maus durch die Gegend klecker und so, gar nicht hat. Ich habe damit unheimlich zu kämpfen gehabt mit diesem Raum, ja, dass der Raum einfach zu groß war und man permanent Probleme hat, dass man Nebengeräusche mit reinbekommt. Und ich bin dann umgestiegen auf das, was wir hier wahrscheinlich in der Mehrheit haben, das Rode NT1A, was ein sehr gutes Mikrofon ist, aber auch sehr, sehr gefährlich und schwierig einzustellen. Und bis man das mal raus hat, weil dann hängt das am Mischpult, dann kann man da noch tausend Sachen verdrehen. Noch schwieriger wird das, wenn man das Audio über zwei PCs senden muss. Und da wird es dann so richtig schwierig. Also Ich habe da sehr lange mit experimentiert und in OBS gibt es ja so zwei Bereiche, einmal so ein Lautsprecherbalken, einmal so ein Mikrofonbalken. Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass ich den Lautsprecherbalken komplett ausmachen muss, weil ich das Audio wieder auf dem Rückkanal zurückbekam und das ist alles hin und her verdrahtet. Man muss das, glaube ich, mal irgendwie aufzeichnen und
Ja, also geholfen haben mir einige Videos bei YouTube, aber auch nicht so bis zu Ende, sondern nur so grob, ja. Und nee, also ich würde, glaube ich, auch nicht wieder, also anfangen würde ich so auf keinen Fall. Ich würde aber auch nicht zurückgehen wollen, jetzt auf Standard so Headset-Mikrofon und das benutze ich nur für Teamspeak, weil ich das mit meinen Kanälen nicht hier anders hinbekomme. Aber ansonsten würde ich, glaube ich, nie wieder zurückgehen, weil die Soundqualität ist besser. Ursprünglich war aber die Frage, ja, nachdem man hört sich besser an. Das ist de facto so. Ein bisschen besser ist es, aber es gibt auch sehr gute Headsets, die sich sehr gut anhören. Und professionelle Headsets kosten 800 Euro. Wer kann denn sich das leisten? Ja, also es gibt, ich habe 2, 3 Streamer gesehen, die haben das. Das ist das, was die Moderatoren im Fernsehen haben, wenn sie live auf einer Bühne stehen. Diese Dinger, die so über die Ohren gehen, ja, und dann hier nur so an der Seite so Fleischfarben, ja. Die haben eine super Soundqualität, obwohl da nur eine ganz, ganz kleine Klapsel drin ist. Aber das ist halt auch Profi-Zeugs. 800 Euro kann man sich als Streamer nicht antun. Denke ich mal. Jedenfalls, insgesamt ist das ein sehr, sehr komplexes Thema. Und anfangen sollte man mit einem einfachen Mikrofon. Es hört sich immer besser an, aber es hilft alles nichts, wenn man eine scheiß Stimme hat. Ja? kann man das beste Mikrofon der Welt nehmen, dann wird man nicht erfolgreich streamen oder YouTuben. Also man braucht schon, und das kann man nun nicht beeinflussen. Ja? Man braucht eine Stimme, die zumindest irgendjemand mag, ja. Wenn man da völlig daneben liegt und es gibt so Streamer, dann ist es, dann sieht man das aber auch in den Zuschauerzahlen. Also ich glaube, dass die ganze, es ist so eine Kombination aus Englisch Personality, ja, und Sprache, Stimme und dann natürlich das richtige Mikrofon dazu und dann eine richtige Einstellung. Ich glaube, dann ist man optimal. Aber es ist ein weiter Weg. Also anfangen auf keinen Fall mit sowas, ne. Wo wir gerade, wo Garak das gerade abgeschlossen hat mit Einstellungen. Lost, wie lange, sei mal ganz ehrlich jetzt, Bruder bei der Fische, und die nächste Frage dazu, wie lange hast du rumgefriemelt, dass das bei dir funktioniert? Ordentlich und vernünftig klingt. Das, also ich gehe mal davon aus, dass du auch die Erfahrung gemacht hast, naja, einstecken, anmachen. Oh, genau. Leider doch nicht. Ja, es fing damals ja, ich habe mir damals das, was waren das? T-Bone SC450 geholt. Das ist ein USB-Mikrofon, Großmembraner. Problem halt, bei USB hast du grundsätzlich ja so ein Grundrauschen drin. Das hat man schon gehört. Das ging im Stream allerdings ein Stück weit unter, weil wenn du halt Musik laufen hast, dann hört man das nicht so raus. Aber wenn ich jetzt eine reine Tonaufnahme damit gemacht habe, dann musste ich die im Nachhinein erstmal ordentlich bearbeiten. Ich fand es aber gar nicht mal so schlecht. Es hat irgendwie damals ein 100er, kostet, glaube ich, immer noch 100, 120 Euro im Bundle. Also, sage ich mal, für Leute, die damit einsteigen wollen. 89 übrigens. Okay. Dann ist das gar nicht, fand ich gar nicht verkehrt. Ich bin dann, irgendwann dachte ich mir, okay, man muss dazu sagen, ich habe halt damals auch gearbeitet. Ich habe auch, wo ich im sozialen Bereich gearbeitet habe, trotzdem eigentlich für meine Verhältnisse gutes Geld verdient, und ich dachte mir irgendwann mal, okay, hey, komm, die machen alle, ich weiß, YouTube halt, du siehst halt um dich rum, der hat das, der hat das, der hat das. Natürlich war ich nicht mehr in dem Alter, wo man denkt, okay, ich kaufe jetzt das Mikrofon, was der super erfolgreiche YouTuber hat, dann werde ich automatisch super mega erfolgreich und alles hört sich super geil an. Das ist auf jeden Fall, also so darf man nicht denken. Ich habe mir dann das, was ich jetzt momentan hier auch dran habe, das Rode NT2A gekauft, bei eBay. Hatte ich einen Bundle mit so einem Ding, habe ich also verhältnismäßig günstig bekommen. Und aber wie du sagst, dann geht's los. Dann musst du einstellen. Dann machst du das Mikro an und dann hast du ein Rauschen drin. Dann denkst du, okay. Natürlich kommt hinzu, du musst ja erstmal schauen, ja, das ist ja nicht USB, du brauchst einen Mischpult, dann steckst du das Mischpult an PC an, dann hast du da irgendwie 1000 Knöpfe, und wenn du halt vorher nie irgendwas mit Audio-Zeug so zu tun hattest, dann stehst du erstmal da, dann guckst du dir Videos an, guckst mal, wie haben die das so verkabelt, was haben die so eingestellt. Ich glaube, ich habe seitdem ich das Mischpult habe, ich habe, glaube ich, einmal ein paar Sachen verdreht, so Equalizer und Höhen und so eine gewisse Grundstandardstellung, die irgendwie so die meisten audiophilen Menschen so empfehlen. Seitdem habe ich dann nichts mehr angefasst. Aber es war schon eine Action. Und was auch eine größere Action war, war schlussendlich mehr oder weniger, dass ich mein Studiomikrofon an meinem Streaming-PC habe, da halt im Stream reden kann und mit den Leuten, die im Teamspeak sind, und gleichzeitig, wenn ich natürlich nebenher aufnehmen möchte für YouTube, an meinem anderen PC, wo ich das Ganze aufnehme, dort auch als Audiospur bekomme. Der Witz an der Sache war,
ich habe das in Forum nachgeguckt, in englischsprachigen, deutschsprachigen Foren. Angeblich sollte es nicht funktionieren. Überall wurde mir mehr oder weniger gesagt, du kannst nicht ein Mikro an zwei Rechner haben und dort bei gleichzeitig die Audiospuren nehmen und das aufnehmen in der gleichen Qualität. Keine Ahnung. Ich habe es dann schlussendlich mit so einem popligen Kabel gelöst, so irgendwie aus dem Out, also nicht neben Main Out. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie das heißt. Keine Ahnung. Ich kann es später ja irgendwie, ich kann es ja mal zeigen. Das sieht so aus. Ich habe hier zwei, hier so die, den linken und rechten Out und das geht dann, ist gebündelt und geht im Endeffekt in so einen stinknormalen popligen Line-Stecker, so einen kleinen, wie vom Headset, in den Line-In meines Recording-PCs. Und jetzt ist es so, dass ich den gleichen Sound im Stream und auf der Aufnahme habe mit einem Mikro. Und da war ich sehr, sehr, sehr froh darüber und auch irgendwo sehr verwundert, warum es dann doch so einfach ging, in Anführungsstrichen. Ja, das ist im Endeffekt so die Story dazu. Audio an sich, muss ich sagen, gerade wenn ich von YouTube komme, ist das A und O. Also für mich. Wenn man mit YouTube oder mit Streaming anfängt, bei YouTube sowieso, mit Streaming würde ich es mittlerweile auch so weit geben, Audio muss passen. Da gibt dir momentan heutzutage keiner mehr irgendwie Welpenschutz. Wenn du dir ein YouTuber anschaust, ein YouTube-Video und da ist die Soundqualität beschissen, klar, dann noch eine Stimme von einem Pubertierenden, jeder ist mal in der Pubertät, aber das funktioniert nicht. Die Leute schalten ab. Genauso im Stream, bei vielen ist es ja so, die Leute, die nicht mit Facecam streamen, was hast du als erstes, was du von dem Streamer mitbekommst? Die Stimme. Wenn die Stimme einerseits piepsig ist, klar, das ist dann ein persönliches Ding, da wächst man halt noch raus, oder wenn nicht, dann ist es halt leider so. Aber die Soundqualität ist halt echt wichtig, weil das ist das Erste, was dann im Endeffekt die Leute von dir mitbekommen. Und wenn das halt nicht passt, dann ist es halt ein Krächzen, ein Knacken, irgendwie sich anhört wie durch einen Becher geredet, dann ist das für die meisten Leute, würde ich sagen, also für mindestens 95% ein Grund, wo sie sagen, gut, ich shut up, weil ich habe es vorhin im Chat auch gelesen, das stimmt auch, momentan ist der Standard oder ja, so die Messlatte ist schon ganz woanders, als es halt mal vor einem Jahr oder anderthalb waren, auch auf YouTube. Nicht mehr in 720p hochladen, absolutes No-Go. Beim Streamen ist noch was anderes. Da kannst du von mir aus ein 480p streamen, wenn du halt nicht die Upload-Raten so hast. Und wenn du dann aber zusätzlich eine gute Audioqualität hast, dann passt das. Ich gucke mir lieber einen Stream an, wo die Bildqualität nicht irgendwie total crisp ist, aber die Audioqualität von dem Mikro und die Stimme natürlich passt, als andersrum. Von daher hat mir Audio einen relativ hohen Stellenwert. Aber ich bin auch immer noch, also ich bin momentan an dem Punkt, wo ich sage, okay, das passt jetzt soweit für mich, aber natürlich, man spreizt immer seine Ohren in diesem Sinne aus und guckt halt, was hat der, wie macht der das noch, kann ich da was reinbringen? Nächste Ding ist zum Beispiel sowas wie noch Effekt, ne, Live-Effekte mit dazu, dass du irgendwie dann so irgendwelche komischen Sachen mit reinbauen kannst, da brauchst du halt einen anderen Mischer. Aber das sind dann so Spielereien, die sind halt wirklich zu Beginn absolut nicht notwendig und bringen wahrscheinlich dann auch erstmal wieder Probleme mit sich. Wo ich jetzt gerne wieder die nächste Überleitung hätte zu Twitter. Und zwar hat nämlich übrigens, Garak, vielen Dank, dass du die Frage von Marl quasi beantwortet hast mit dem Podcaster-Mikrofon. Und da hast du sehr fein gemacht, muss ich sagen. Ganz schön unergemischt, klasse gemacht. Da müssen wir auch mal, kannst du dir mal auf die Schulter klopfen, Garak, bitte. Als ja. Ass rein. Und zwar hatte Zivanon gefragt, wie haben wir eigentlich angefangen? Und dann würde ich das nämlich so als kleines Spielchen verpacken, damit jeder mal was sagen kann. Von wo seid ihr gekommen und wo seid ihr jetzt? Also macht nicht so, ich habe jetzt das, das, das und das und das, sondern macht's kurz und prägnant, kommt auf den Punkt, von wo seid ihr gekommen und was habt ihr jetzt? Also sprich auch Audio, PCs, alles, was ihr in Spielereien habt und bringt das kurz und prägnant auf den Punkt. Und das macht jetzt jeder von uns und Garak fängt an. Obwohl Slabby war schon lange nicht mehr dran. Slabby, let's go. Let's go, Slabby. Kurz und vergessen nicht, kurz und prägnant, okay? Also nicht, dass wir in einer halben Stunde mit Slabby fertig sind und dann kommt Lost und dann, ja, haut rein. Ich zähle ein bisschen auf, aber ne, ich hatte einen 5 Jahre alten Rechner, ein Mikro mit Audio-Interface, was ich schon hatte und das war's. Ich wollte meine Stimme schön machen, als ich angefangen habe zu streamen, hatte mir extra Software angeguckt, die irgendwie komprimieren kann, die Equalizer drüber legen kann und so. Habe ich alles dann am Ende für Mumpitz erklärt, weil Softwarelösungen sind immer eigentlich viel komplizierter als Hardware. Und so schlimm klingt es auch nicht, wenn du schon ein relativ vernünftiges Mikro hast. Also ich habe damit angefangen und das habe ich immer noch und ich bin immer noch zufrieden und ich brauche keinen Neumann und ich brauche auch keinen Countryman, obwohl ein Countryman natürlich ganz cool wäre. Aber 800 Euro habe ich mal nicht ebenso in der Tasche. Und deswegen, ne,
Finde ich gut. Jetzt bin ich bei, ich habe noch einen Kompressor mir gekauft, ich habe einen Preamp, aber das und einen vernünftigen PC. Und jetzt bin ich auch zufrieden mit dem, also man kann es immer besser machen, ich bin noch lange nicht da, aber ich bin sehr, sehr zufrieden, so wie es jetzt gerade ist. Wenn ich kurz mal, ein Countryman ist dieses fleischfarbige Ding, also nur, genau. Nur für die Leute, weil ich wüsste das jetzt auch nicht. Ja, du genau. Countryman ist das, was der Man vs. Game zum Beispiel benutzt, der hat das hier hängen. Alles klar. Kostet aber knapp an die 1000 Euro und das ist halt, um nochmal kurz zurückzukommen zu den Mikros, je kleiner sie sind, je besser die Qualität, umso mehr bezahlt man. Deswegen fangen die meisten an mit halt solchen Brocken, weil sie einfach, je größer ein Mikro ist, umso einfacher ist es halt, ein gutes Signal rauszuholen. Und ja. Das war wirklich sehr kurz und prägnant, was du jetzt, okay. Jetzt wenn man mich danach fragt. Ich meine, du hast ja auch nicht viel zu stehen, muss man dazu ja sagen. Hm? Doch, wenn wir jetzt das schon. Aber ich dachte, wir reden jetzt über Stream. Ja, natürlich. Ach so. Ja, natürlich, die Hardware meine ich. Aber bei Garak ist, glaube ich, schon ein bisschen länger, oder? Also du kommst ja, also mach einfach, hau rein, Garak, zieh durch. Ja, jetzt habe ich die Frage auch verstanden, das ist gut. Entschuldigung, dass ich immer so ausschweifend komische Fragen stelle. Tut mir leid, Garak. Nächstes Mal für dich kurz prägnant, bam. Ja, also angefangen habe ich kurz prägnant mit dem i5, mein Gaming-PC, mit dem ich gespielt habe, ein i5 mit 8 GB, ganz Standardkiste, nichts Berauschendes. Zwei Bildschirme dran, wie man das so hat, und dann ein Mikrofon von Behringer, das, was Lost vorhin erwähnte, das USB SC450 USB, weil das kostet, weiß nicht, 60 Euro, 70 Euro, dann noch so einen komischen Arm hier, ja. Der war teurer als das Mikrofon nachher am Ende, aber im Grunde genommen langt das. Das war das Erste, damit habe ich angefangen und heute sieht die Sache etwas anders aus. Heute habe ich, wie gesagt, das Rode NT1A, ein i7 als, mit 16 Gig als Gaming-PC mit zwei Bildschirmen, ein Streaming-PC, der früher mein Gaming-PC war, also der i5. Mit 8 GB und einem Monitor natürlich. Dann habe ich das NT1A angeschlossen am Mischpult direkt. Und das Mischpult selber, das ich dann jetzt damit auch erwähne, ist ein 12-Kanal-Mischpult. Weil ich so viele Kanäle brauche, ich habe noch mehr Soundquellen hier, die dort reingehen. Und das ist angeschlossen am Streaming-PC. Und gleichzeitig geht der Ausgang, also der Main-Output geht quasi an den Streaming-PC und dann wieder zurück über Lichtwelle und Konverter dazwischen und. Also das ist dann schon ziemlich komplex, aber das ist von der Hardware her eigentlich das, was ich habe. Also Streaming-PC, i5, Mischpult und das Mikrofon, ja, genau. Ja. Und Softbox, ne? Wenn man das schon dazu rechnet. Eine Softbox fürs Licht, ganz, ganz wichtig. Die meisten Streamer vergessen das, dass man vernünftiges Licht braucht. Die normale Lampe langt nämlich bei weitem nicht. Deswegen eine richtige professionelle Softbox. Sowas hatte ich denn nun zufälligerweise rumliegen. Und ja, das war's dann. Basti, ich mach heute Schlusslicht. Ich hab mir gedacht, was war das Schlusslicht? Ja, ich hab die letzten Sendungen so viel geredet. Ich mach heute Schlusslicht. Ich mach okay. Kurz und prägnant. Hau rein. Alles kurz klar. Und prägnant, bam. Kurz und prägnant. Ja, ich muss dazu sagen, ich hab nie gelernt, mit Geld umzugehen. Von da habe ich mein Geld immer sehr schnell in Sachen gesteckt, wo ich echt bei vielen, also es ist ungelogen, bei vielen mir im Nachhinein gedacht habe, mein Gott, was du ein Idiot, so eine Scheiße brauchst du nicht. Aber ich habe relativ früh auch viel Geld in mein, also Gaming sowieso war immer ein dickes Ding. Und dann hatte ich halt immer einen Rechner, den man immer wieder mal abgegradet hat. Und dann kam halt relativ schnell der zweite Rechner dazu. Und ich habe, wie gesagt, schon relativ früh angefangen, ziemlich was zu investieren. Man muss jetzt überlegen, war das jetzt dumm oder war das nicht dumm? Ich meine, ich habe, glaube ich, schon einen Scheiß an Geld investiert in Rechner, wo andere Leute, die mittlerweile ihren, also wirklich im großen Stil den Lebensunterhalt damit verdienen, niemals investiert haben. Ich meine, ich kann als YouTuber das Beispiel PewDiePie nehmen, der irgendwie immer noch in 720p hochlädt mit seinem Mikro, das total übersteuert und irgendwie $60 kostet. Schlussendlich, weil wir es gerade im Chat hatten, nochmal darauf, kommt es natürlich darauf an, wer davor steht, und gute Technik macht nicht unbedingt einen guten Streamer oder guten YouTuber aus. Aber für mich war es immer wichtig, ich hatte diesen Anspruch, ich wollte das versuchen, relativ früh auf einem hohes Level zu bringen.
ob ich da jetzt bin, das müssen schlussendlich die Zuschauer entscheiden. Ich persönlich, rein von dem, was ich jetzt mittlerweile investiert habe, was hier steht, ja. allein die Tatsache von einem, also Streaming-Rechner kam relativ schnell dazu, dann zwei Rechner, jetzt zu drei Rechnern, die ich ja nicht komplett für Streamen bräuchte, wenn ich jetzt streame, aber im Optimalfall alle drei am Laufen habe, wenn ich sehr effektiv was machen will. Ja, und das ging relativ schnell. Also ich war, auch wenn ich es gerne sagen würde, ich war nicht der sich jetzt so hoch gearbeitet hat, von wegen, ich habe mir dann das noch zusammengespart. Ich habe relativ schnell die Kohle, die ich halt verdient habe, ja, auch wieder investiert. Ja. Wo bist du, also die Frage, wo bist du denn hergekommen? Also was hast du gehabt am Anfang? Oder bist du gleich so hoch eingestiegen und hast gesagt, okay, hier bam, drei Dinge und auf geht's? Nee, ich hatte zu Beginn, also ich glaube, wo ich angefangen habe zu streamen, da war es auch ein i5, 3560K oder was war es? Ich weiß nicht, irgendein 3000er i5. Damit habe ich angefangen. Der ist, glaube ich, ich weiß es schon gar nicht. Ich glaube, der ist irgendwo hier noch verbaut. Frag mich nicht. Ich glaube, der ist in meinem Recording-PC, aber ich bin mir, nee, Schmarrn. Oder nee, der ist komplett raus mittlerweile. Ja, der ist jetzt komplett mittlerweile raus. Ja, damit habe ich angefangen. Also es ist ja auch schon ein bisschen her. Ich habe ja 2013 angefangen. Das war da irgendwie so ein paar Monate, nachdem ich mit YouTube angefangen habe. Das war ein YouTuber im Mai. Ein paar Monate später dann Twitch. Aber nicht so aktiv. Dann war ich bei 6 Monate bei der Konkurrenz. Und jetzt seit Anfang Januar wieder da. Und ja, war auf jeden Fall ein gewaltiger Schritt, was Technik angeht, was auch Kohle angeht. Und es geht auch mit weitaus weniger wahrscheinlich. Aber jetzt bin ich hier und jetzt muss ich das Beste draus machen und will halt auch. Also wenn ihr irgendwann mal seht, dass da jemand an hier, wie heißt es, Rocket Beans nagt, ne, dann wisst ihr Bescheid. Ich mach das aus meinem Zimmer hier. Also ich werde die Frage auch beantworten. Also ich sag mal so, ich bin mit einem Trabi gestartet und bin beim Porsche angekommen. Ich habe auch mit dem i5 damals angefangen, keine Webcam, nur Mikrofon, ganz poplige SteelSeries und heute steht hier ein Kleinwagen. Mehr muss ich nicht sagen, 2 PCs, 3 Monitore, Softboxen, yadi yadi. So das, was man quasi ausgibt. Wobei ich da auch gerne nochmal einen weisen Mann, das was Herb gerade gesagt hat, zitieren möchte. Es kommt eigentlich im Endeffekt gar nicht darauf an, was ihr habt, Leute. Es ist scheißegal. Es ist die Sympathie. Also ich sag mal, wenn ihr nicht gerade Minesweeper-Qualität liefert, ja, dass jeder Pixel so aussieht wie eine Bombe bei Minesweeper oder so ein Karree, ist das eigentlich relativ okay und ihr einigermaßen klingt. Denkt dran, die Biologie gibt euch nicht unbedingt eine gute Stimme. Muss nicht sein, daran kann es auch scheitern. Aber es ist immer noch Sympathie. Immer noch Sympathie. Und eure Fragen bei Twitter werden definitiv gelesen und sie kommen auch immer wieder rein, Leute. Sie werden nur untergemischt, wenn es gerade reinpasst, falls ihr das noch nicht mitgekriegt habt. Wo ich gerade die nächste Frage übrigens mit ranziehen möchte, und die kam dann von Andy, und zwar die Facecam. Denkt ihr, dass die Facecam wichtig ist oder sagt ihr eher nein? Garak. Die ist wichtig. Ich gucke keine Streams ohne Facecam, außer Lyric vielleicht. Aber den gucke ich eigentlich auch nicht mehr. Also, ja, nee, also Facecam ist in meinen Augen das eins der wichtigsten Dinge überhaupt bei einem Streamer. Beim YouTuber ist das was anderes, aber beim Stream ohne Facecam ist nach meiner Meinung kein Erfolg möglich. Also zumindest kein schneller, wenn man nicht gepusht wird und ja, also das, also heute vor allen Dingen nicht mehr. Ich meine, Lyric würde heute wahrscheinlich auch keinen Erfolg haben, wenn er heute anfangen würde. Und der würde nicht da hinkommen, wo er jetzt ist. War eine andere Zeit, wurde gut gepusht und konnte deswegen auch, weil er einfach gut rüberkam, ohne Facecam klarkommen. Aber ich glaube, Facecam ist nach wie vor eins der wichtigsten Merkmale überhaupt. Hm. Es hilft, ja. Wenn ich weitermachen kann. Ja, bitte, hau rein. Hilft, ja. Ich gucke zwar auch Streams ohne Facecam. Bananasaurus Rex fällt mir jetzt gerade ein. Oder halt Lyric ab und zu, obwohl ich in letzter Zeit auch nicht mehr so häufig gucke. Aber die sind halt witzig. Und die haben halt, ne, die brauchen einfach keine Facecam. Die können die Leute einfach so schon unterhalten. Die sind einfach auf einem ganz anderen Level als, sag ich mir jetzt mal, der Großteil der Streamer. Es hilft auf jeden Fall. Und
Vor allen Dingen, weil ihr Leute halt dazu animieren möchtet, in den Chat zu schreiben und sich mit euch zu unterhalten und auf eine persönliche Ebene halt auf euch zuzukommen. Da hilft es auf jeden Fall, da zu sein und dass die Leute euch sehen können, weil es ist einfacher, sich mit jemandem zu unterhalten, wenn man ihn auch sehen kann. Und gerade fürs Community aufbauen ist das auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Klar, man kann auch ohne Mike streamen, aber dann muss man schon im Game sehr, sehr gut sein. Also wenn du solche Speedrunner, ja, also die einfach Spiele exzellent können, so Mario Brothers, irgend so ein Zeugs, ja, und einfach nur exzellent, extrem schnell durch, also diesen Level machen halt, oder, na, das, die, da brauche ich keine Facecam und kein Mikrofon, die schaffen, die würden mich auch so fesseln, weil sie einfach so genial gut sind, ne? Also meiner Meinung nach ist es kommt auf den Menschen drauf an. Also ich sag mal, bei mir ist es essentiell, weil ich hampel so viel mit meinen Händen rum und zeig irgendwelche Sachen und fuchtel in der Kamera rum, dass das quasi wichtig ist. Ich meine, es gibt Leute, die sind wirklich verdammt versiert mit ihrer Stimme. Und ich meine, wir haben auch kein Radio mit Bild, versteht ihr? Und das ist alles möglich. Es gibt Leute, die haben Scheu davor, ihr braucht das nicht. Es ist nicht essentiell, dass ihr eine Kamera habt. Seid ihr natürlich pantomimisch begabt oder so wie Lost total kaputt in der Birne und dallert da mit eurem Gesicht auf dem Stream irgendwelche Sachen durch die Gegend oder Slappy, der dann seine Xbox-Controller auf den Tisch schmeißt oder Garak einfach eine YOLO-Mütze hat. Das sind halt Sachen, die laufen nur mit Cam. Aber es geht auch ohne und man wird auch erfolgreich ohne Cam und man braucht das nicht. Also meiner Meinung nach ist es nicht essentiell, dass man eine Cam hat. Definitiv nicht. Da würde ich eher sagen, ist das Mikrofon wichtiger. Dass sie einigermaßen vernünftig klingt und nicht in die Kloschüssel redet quasi. Ja? Wie ist das bei dir, Los? Ich denke, du wirst ja wahrscheinlich auch noch was dazu zu sagen haben. Nö, ich bin jetzt raus, es ist 9:30, ich muss jetzt. ich fand es interessant, ich habe relativ früh angefangen mit Facecam was zu machen, auch auf YouTube, wo ich halt nebenher so ein paar andere Leute so beobachtet habe und die das eher so ein bisschen geheim noch gemacht haben. Und ich hatte da irgendwie gar nicht so wirklich Problem mit. Ich habe mir im Nachhinein dann schon immer mal so gedacht, okay, war das jetzt gut, dass du dich jetzt da zeigst? Aber für mich hat das eigentlich gepasst, wo ich nicht so ein Mensch bin, der irgendwie gerne im Mittelpunkt steht. Eigentlich gar nicht. Also ich habe eher ein Problem damit, wenn ich irgendwie unterwegs bin und dann Leute um mich rumstehen und ich irgendwie, also was nie oft der Fall ist. Aber deswegen hat es mich sehr verwundert, dass ich da relativ früh angefangen habe. Wie du sagst, es ist absolut kein Muss. Ich meine, Lyric hat es ohne geschafft. Ich glaube auch eher, Lyric würde jetzt, wenn er die Facecam anschmeißen würde, ich glaube, dass er sogar dass es ihn sogar negativ beeinflussen würde, wenn er mit Facecam streamt, weil er, glaube ich, den Stream an sich nicht so rüberbringen könnte, wie er es jetzt tut, weil man weiß nicht, was er macht, während er streamt, aber ich glaube, der hockt da irgendwie leicht gechillt, leicht gelangweilt, vielleicht auch schon da und macht halt sein Ding, es funktioniert. Aber das Internet ist ein riesen Arschloch und das Internet haut auch alles ungefiltert raus und ich habe es auch bei anderen Leuten mitbekommen auf YouTube, die nie mit Facecam gearbeitet haben und dann mal einmal oder so vielleicht in dem Video mal eine Facecam anhatten. Das war danach das letzte Mal, weil sie auch gemerkt haben, dass von der Community, natürlich von wirklich Leuten, die was im Kopf haben, die waren Fans, denen ist es ja scheißegal, aber bei vielen ist es auch, die dann ein Problem mit einem haben, weil er ihnen halt nicht sympathisch ist, weil er in deren Augen jetzt nicht gut aussieht, nicht so und so aussieht und das und das. Und das ist natürlich schon krass, aber es ist das Internet und wir haben schlussendlich keine Macht darüber. Wir können entweder die Facecam anlassen oder nicht. Ich find's persönlich ganz cool, denjenigen zu sehen, der mich da unterhält, gerade auch wenn er agiert, wenn er auch was macht. Ich meine, wenn ich da jemand dran hocke, der die ganze Zeit nur da hockt und nichts macht, ich meine, so ein paar so, keine Ahnung, koreanische StarCraft-Spieler, die mit schlecht beleuchteten Webcam da hocken und dann alle 30 Minuten halt so. Und dann wieder nichts passiert. Das sind halt die Leute, die da gucken trotzdem 30.000 zu, weil halt die wissen wollen, wie die spielen, was die Ultra-Pros sind. Das brauche ich nicht. Aber an sich finde ich es ganz cool, aber trotzdem, und jetzt kommen wir wieder zum Punkt, erwische ich mich dabei auch immer wieder, dass ich gucke, passt die Stimme zum Aussehen, finde ich die Stimme vielleicht cool, aber den Typen, der in der Kamera sitzt, vielleicht
trotzdem, so blöd sie sind, und aber vielleicht irgendwo ein Stück weit unsympathisch. Es ist halt, es ist Internet, man hat so viele Möglichkeiten, man kann einfach wegklicken, sich den nächsten anschauen, ne? Es ist halt, man nimmt es schon irgendwo auf. Aber auch auf YouTube ist sich diese Facecam-Geschichte, die gibt es ja schon seit Ewigkeiten, dann war die mal wieder nicht so cool, dann warst du schon in, wenn du es nicht gemacht hast. Und jetzt ist es halt natürlich bei so Let's Plays, ist es immer mit drin, da kommst du schon fast nicht drum rum. Ja, es ist ein nettes Feature, aber es ist absolut kein Muss. Und ich glaube auch, wenn man ohne Facecam streamt, hat man noch den einen oder anderen Joker, den man sich dann, weil man sich halt noch nicht so ganz präsentiert und dann später noch sagen kann, okay, ich mach's oder ich mach's nicht. Und jetzt weiß jeder, wie ich ausschaue, wie meine Stimme ist. Und wenn jemand in den Stream reinkommt und sagt, hey, der sieht schwul aus, dann, ne, hast du schon, sagen wir mal, ganz knallhart einen weniger, der dich vielleicht wegen der Stimme geguckt hätte. Ja. Aber das ist so ein Thema, ja, im Internet halt, ne? Ich würde gerne. Vielleicht guckt er dich ja gerade deswegen. Ja. Das kann auch sein, ja. Also ich würde das als Kompliment nehmen. Ja. Garak, ich würde gerne zur Frage des Abends kommen. Also ich nenne es mal die Königsdisziplin. Auch an dich, Lost. Slabby, du bist ja leider raus, wie du ja sicherlich weißt, worum es jetzt gleich gehen wird. Und zwar, die Frage habe ich mir wirklich, sage ich mal, bis wir so langsam rangekommen sind, habe ich mir die aufgehoben. Die Königsdisziplin sind zwei Rechner. Warum ist das Königsdisziplin? Das werdet ihr oder wir jetzt ganz kurz mal anschneiden. Und zwar habe ich zwei Fragen, die ich gerne in einem Abwasch, würde ich die gleich durchjagen, bevor wir dann zu den anderen, die weiter oben sind, noch kommen. Und zwar hat der Mario gefragt, hat zwei PC mit Capture Card nicht Nachteile von wegen Bedienung, zweite Maustastatur und Desktop Capture Pop-Ups und so weiter und so fort. Und dazu aber speziell noch an dich. Garak, kam von Markus die Frage. Garak, wieso benutzt du keinen Mac zum Streamen? Mit deinem alten Mac Pro 5.1 Logger machbar und kostet nicht mehr als der PC. Garak, ich würde dir gleich das Wort geben und du darfst voll einsteigen und gerade mal so deine Erfahrung. Ich würde sagen, Leute, ihr wisst ganz genau, wie komplex das Thema ist. Lasst uns so minimal und schmal wie möglich beantworten. Danke. Ich werde darauf hinweisen, dass diese beiden Fragen noch im Raum stehen. Ich weiß das, aber ne? Spannungsbogen. Ich war da schon wieder am Gucken, so, na, der hat ja jetzt alle übersprungen. Ja, was Markus angeht, ich hatte den i5 noch. Der war da. Ja, das war mein alter Gaming-PC. Das war der ganz einfache Grund. Ich habe hier auch einen iMac stehen, ja, weil sollte jeder Mensch haben. Aber da mache ich kein Gaming mit. Und da mache ich meinen Job mit. Da mache ich mein alles, was mit ernsthaften Dingen zu tun hat. Ich sage ja immer so schön, dass meine Windows-Rechner, die ich hier habe, und das ist tatsächlich so, benutze ich ausschließlich zu spielen. Da ist nichts anderes drauf, weil ich dieses Betriebssystem hasse wie die Pest. Und zum Spielen ist okay, weil ich habe ja auch eine Xbox gehabt, dann für mich ist es dasselbe. Also insofern hast du durchaus recht, ja, wenn ich einen alten Mac Pro hätte und mein Streaming-PC hätte neu kaufen müssen, dann hätte ich mit Sicherheit drüber nachgedacht. Auf der anderen Seite gibt es aber noch eine Einschränkung. Ich hätte auf dem Mac Pro, der das locker wegschafft, natürlich, hätte ich mir trotzdem irgendwas installieren müssen, um ein Windows drauf laufen zu lassen. Und dann hätte ich ja wieder das Problem mit dem Windows. Denn es gibt keine Software für den Mac. Also falsch, es gibt Software für Mac, das OBS läuft auf dem Mac, aber nicht die Sachen, die ich dazu benutze. Ich benutze den Deepbot, wie viele Streamer das machen, der läuft nicht auf dem Mac. Das heißt, den muss ich auf Windows laufen lassen und dann muss ich ein Windows auf dem Mac installieren und ich meine, das ist dann natürlich für völlig, völlig braindead. Ja? Also, und insofern ist es dann kein Mac geworden. Dann die zweite Frage war wegen Mare... LPELP, noch Marl PPP-Limp. Zweiter PC, Capture Card, aufwendig, Nachteile. Nein, finde ich nicht. Die Capture Card, da machst du einen Splitter dazwischen, dann hast du dein Monitorsignal, geht in die Capture Card. Total simpel, musst du nicht mal starten, da passiert gar nichts. Das OBS greift das Signal ab und ich starte, wenn ich auf einen Streaming-PC beginne. Also, wenn ich den Stream beginne, kurz vorher, starte ich meinen PC. Mein Streaming-PC, starte mein T-Board, starte mein Deepboard, starte mein OBS, starte meine Musik und dann
war es das, glaube ich. Und dann fange ich an zu streamen. Ich muss da ja nie wieder was machen. Ich muss nicht mal die Tastatur, die brauche ich nicht. Ich gehe nur mit der Maus und starte meine Programme, indem ich draufklicke. Und die Szenenwechselei zum Beispiel im OBS mache ich mit der Maus, da klicke ich nur eben drauf. Und deswegen ist es keine zusätzliche Arbeit. Das stört eigentlich überhaupt nicht. Also der Streaming-PC, mit dem hast du ja nichts zu tun. Sobald du das gestartet hast und das in vier Mausklicks, schaltest du ihn nachher wieder aus am Ende. Ja? Also wenn du fertig bist mit Streamen, das war's eigentlich. Dazwischen hast du mit dem Ding überhaupt nichts zu tun. Jo. Du, ja. Ist ja, so bei mir. Ja. So läuft natürlich. Es gibt natürlich auch noch andere Varianten, wo da auf dem Streaming-PC noch viele Dinge laufen. Bei mir läuft ja auch mein Bot dort, mein Garak-Bot. Der wird aber komplett von meinen Moderatoren gesteuert. Also damit habe ich beim Streamen nichts zu tun. Die halten mir die ganze Arbeit vom Hals. Ja? Da kümmere ich mich gar nicht mehr drum. Weil ich mache das dann eher kaputt, weil meine Mods, die wissen das schon, wie das alles so toll ist und die regeln das alles. Und also es gibt aber durchaus Fälle, wo man eben vielleicht auf dem Streaming-PC auch noch was hat. Bei mir ist es halt nicht so. Wobei ich dann sagen möchte, vielen Dank an die Mods, ja, von allen vielen, also von mir an euch. Klasse Arbeit und jeder weiß, ihr macht das für lau. Klasse Typen, auf jeden Fall. Das ist auch eine wichtige Sache, die man nie oft genug sagen kann, dass die Moderatoren, die man hat, die jeder Streamer für sich selbst hat, also unerlässlich sind für einen gut laufenden Stream. Weil man muss den Chat in Schach halten. Geht nicht anders. Ja, so sieht's aus. Los, Königsdisziplin. Zwei Rechner. Königsdisziplin. Bist du schon zum Verzweifeln gekommen? Hast du schon geheult? Manchmal? Also war es schon so weit? Ja, manchmal. Also ich bin auch mal nach jedem Stream eigentlich schon den Tränen nahe, weil ich halt echt immer an der Anspannung bin und halt hoffe, dass das bis zum Ende auch so funktioniert. Nee, also mittlerweile funktioniert es. Ich weiß nicht, ob wir da drauf eingehen, nur mal kurz, weil hier im Chat gerade gefragt wurde, was es überhaupt. Also im Endeffekt, wir benutzen einen zweiten PC zum Streamen, um die ganze Last, die dieser Streamen verursacht, das heißt Verarbeitung, Codierung, CPU-Last vor allem, ausgesondert wird auf einen einzelnen Rechner, damit man das Spiel in der Qualität, in der Framerate, in dem sonstigen spielen kann, wie man das halt sonst nicht könnte, wenn alles auf einem Rechner läuft. Ich habe ja im Endeffekt gleiches System. Ich habe eine Capture Card, eine interne PCI Capture Card, die das Signal aus meinem Gaming PC über HDMI abfängt. Vorher wandelt das Ganze, aber bevor es von meinem Gaming-PC geht das in einem HDMI-Splitter. Dieser splittet das auf in meine Capture-Card im Streaming-PC und die Capture-Card im Recording-PC. Ich habe an meinem Gaming- und meinem Streaming-PC natürlich jeweils einen Bildschirm. Ich steuere auch, ich kann das ja mal zeigen, ich habe hier im Endeffekt, so sieht das aus. Ich habe hier, halt, das ist die Tastatur für den Gaming-PC, das ist die Tastatur für den Streaming-PC. Da drüben mehr oder weniger so Mauszeugsel. Die eine ist halt für den auch eben Gaming und Streaming. Und darüber steuere ich das. Habe natürlich auf meinem Streaming-PC die ganzen Programme laufen, wie OBS und den ganzen Kram. Ich habe auch den DeepBot. Der ist echt praktisch. Manchmal hat er aber Probleme. Der läuft bei mir auch übrigens über einen Remote-Server. In diesem Sinne viele Grüße und viele Dankeschön an Chris, der das über seinen Hosting-Service da macht. Das heißt, der DeepBot ist bei mir komplett die ganze Zeit online. Das heißt, die Leute können die Punkte immer abfragen und so, weil es geht ja normal immer nur, wenn du den selber startest. Das ist die Kamera so weit unten. Ja, das ist sehr. Ich könnte nicht mehr ohne, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich muss dazu sagen, ich habe auch nie wirklich an einem Rechner gestreamt. Jetzt komme ich, jetzt bin ich an dem Punkt, wo es mir wieder kommt, dass ich ja immer so beim Streamen sofort mit dem Stream-Rechner angefangen hatte. Stimmt, ich habe nie an einem Rechner gestreamt. Jetzt weiß ich es wieder. Ich könnte auch nicht mehr ohne. Also allein die Tatsache, zwei Bildschirme zu haben, das kannst du auch an einem Rechner, klar, das ist ein absolutes Muss meiner Meinung nach dann. Aber du hast halt alles auf einem Rechner, die ganzen Programme, der komplette Bildschirm ist auch voll mit Programmen bei mir. Also ich habe sogar so noch zu wenig Platz. Ich bräuchte eigentlich irgendwie mindestens 2K-Monitor irgendwie. Aber es vereinfacht die Sache schon enorm. Und du kommst aber schon an den Punkt, wo du dann irgendwann so denkst, wow, okay, jetzt habe ich hier irgendwie die ganzen F-Tasten von meiner Streaming-Tastatur belegt mit irgendwelchen hier oben noch so Bapper, die ich mir noch hinmachen will, mit Szenen umschalten, hier irgendwelche Videosachen einblenden und das und das und das. Also du bist irgendwann schon an dem Punkt, wo du denkst, scheiße, Mann, arbeite ich hier irgendwie so in einem
Fernsehstudio und warum werde ich dafür nicht bezahlt? Ne? Keine Ahnung. Aber es ist, das ist das Coole, weil du hast halt dann schlussendlich, ich kann das Game so spielen, wie ich will. Ich bin halt, ich komme auch aus dem E-Sports, auch wenn es damals nur Battlefield war, aber ich habe Battlefield im E-Sports halt ziemlich aktiv gespielt und du hast halt den Anspruch auch, du willst das Spiel so spielen, wie du es halt kennst und ohne irgendwelche Einbrüche an Frames oder so und willst den Leuten auf der anderen Seite natürlich mehr oder weniger halt eine gute Qualität bieten und das hast du halt mit diesem, mit dem Dual-PC-Setup im Endeffekt, was Streaming angeht, schlussendlich dann die Möglichkeit dafür und ich sehe halt, dass es ist auch wieder so ein Ding wie damals mit dem 27p. Qualität, es kommt auch immer mehr. Also viele Leute, die halt neu einsteigen, sehe ich halt im Chat, die fragen dann schon speziell danach, wie machen sie das mit dem Streaming-PC. Also die sind auch gewillt, scheinbar zu investieren und zu sagen, hey, ich stelle mir einen zweiten PC hin. Und das ist, glaube ich, heutzutage auch gar nicht mehr groß so ein Thema. Ne? Wie gesagt, vielleicht hast du ein altes Laptop noch da. Solange der Prozessor nicht total beschissen ist, kann man das einfach ausprobieren, ob das funktioniert. Ne? Von daher, ja. Es gibt noch einen Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben, der sehr vorteilhaft ist bei einer Kombination mit zwei Rechnern. Man kann den Gaming-PC einfach mal schnell booten. Ja. Gesamtes Team wegfällt. Wie die Leute schon so oft überrascht waren, wo ich gesagt, ja, ich starte mal schnell den Rechner neu. Und alle denken so, okay, Stream ist offen, du bist halt immer noch da und redest halt, ne? Also, ja, ist schon geil. Ist viel wert, ja. Ich würde gerne, Slappy, ich würde dich gerne mal mit einbinden, ganz kurz. Ach so. Ja. Ja, weil darauf habe ich nur gewartet. Ich wollte nur erstmal kurz so einen kleinen Schlag geben und dann, ich hatte doch schon alles vorbereitet. In meinem Kopf ist das doch alles, weißt du, schon Frage über Frage. Aber ich bin doch jetzt bin ich mental schon eingeschlafen. Mental wirst du jetzt kurz mal aufwachen und dann würde ich dich nämlich fragen, stößt du mit deinem einen PC, du hast ja nur wirklich schon, sage ich mal, eine Höllenmaschine, da sind schon zwei Casios mit Linkkabel verbunden. Stößt du an deine Grenzen manchmal? Klar. Also, dass du sagst so, holy moly, 2015, ich habe ein Mausleck, was ist da los? Wenn ich gleichzeitig streamen möchte und natürlich will ich ja auch eine Qualität hoch streamen, also Encoding ist halt die Sache, ne? Die verbraucht halt schon viel CPU-Power, wenn ich jetzt in OBS eingebe, ich möchte nicht auf Main, sondern auf High Profile mit Very Fast oder was Einstellungen streamen, dann klar, dann verbraucht das schon 50% der CPU oder was auch immer. Auch wenn ich ein i7 4970K oder wie die heißen habe, ne, auf 48 Multiplier hochgetaktet und was weiß ich, da kannst du noch so einen guten PC haben, wie du willst. Die Technik ist heute tatsächlich nicht so weit, dass du gleichzeitig mit perfekter Qualität nicht mal in 1080p spielen und gleichzeitig halt in der bestmöglichen Qualität encoden kannst auf einem Rechner. Das geht nicht. Und ich habe das ausprobiert. Ich dachte, ich kaufe mir hier meine Höllenmaschine, habe da 2000 Euro investiert, boote das Ding hoch, starte Witcher und OBS in perfekter Einstellung und kann hier perfekt zocken. Nee, leider nicht. Also selbst Witcher 3 hatte halt logischerweise, weil es ja momentan das Benchmark-Programm schlechthin ist, Benchmark-Spiel schlechthin ist, glaube ich. Selbst das lief nicht, von Anfang an nicht. Und ich habe eine 980 Ti hier drin, ne? Mit eigenem Kühler und allem drum und dran. Also kannst du vergessen. Das habe ich ja gemacht. Wenn ich selber noch mal was dazu loswerden darf. Ich fahre ja auch zwei PCs, das werden ja ganz viele Leute wissen. Und viele erzählen dann immer über Stromrechnungen und ja, das bleibt halt nicht aus, Leute. Aber eins kann ich euch sagen, ich möchte meinen zweiten PC, der unter dem Tisch steht, nicht missen. Also ich muss mir weder eine 1000-Euro CPU kaufen, dass ich beides machen kann, noch muss ich eine richtig fette Grafikkarte drin haben, die für Streamer nicht wirklich relevant ist. Aber um es grob auf den Punkt zu bringen, für Stream zählt immer nur die CPU. Und je mehr Last auf der CPU ist, desto, ihr wisst ja, wenn ihr irgendwann mal oben angekommen seid, ist vorbei. Und so ein Streaming-PC nimmt dir extrem viel ab und du kannst halt so viel rausholen. Also wenn ich mir überlege, ich habe einen i7 drinne. Meiner Meinung nach, das möchte ich die anderen dann auch noch fragen, ist ein i7 Pflicht, egal ob ein PC oder zwei PCs. Und was du da rausholen kannst und was du nebenbei im Stream alles noch machen kannst. Ja, also ich habe mich gefreut, als ich das erste Mal
ohne Raustappen jemand bannen konnte. Das ist für mich heute noch ein Highlight, ja. Einfach da drauf zu klicken und sagen, nein, du machst heute nicht mit, du gehst mal kurz vor die Tür. Das ist schon allein ein Highlight, was für mich klasse ist. Wobei ich möchte immer darauf aufmerksam machen, dass das verflucht nochmal ein Heidenarbeit ist, bis das vernünftig läuft. Wir reden nicht von Bild, sondern von Ton. Ja. Und Ton, sage ich euch, Leute, da werdet ihr Rotz und Wasser werdet ihr schwitzen. Ihr werdet wahrscheinlich irgendwann anfangen zu weinen. Ihr werdet anfangen, euren Tisch zu zernagen. Bis ihr das vernünftig gelöst habt, dass beides vernünftig funktioniert, vergeht eine ganze Zeit. Und dazu möchte ich erwähnen, es ist nicht zwingend notwendig. Absolut nicht. Man kann auch mit einem PC und einer Höllenmaschine vernünftig streamen in der Medium-Qualität, ja. Das, also ich sag mal, wenn man das Nonplus-Ultra will, was nicht mal 1080p ist, weil man dafür nochmal eine Ecke mehr bezahlen muss, selbst mit einem PC, ist es nicht zwingend notwendig, zwei PCs zu haben. Definitiv nicht. Und jetzt nochmal zu euch, weil die Frage kam jetzt schon des Öfteren bei Twitter. Was sind für euch die drei wichtigsten Dinge? Und ich möchte bitte, dass ihr alle drei die Frage kurz prägnant wieder beantwortet. Was sind für euch die drei wichtigsten Dinge? Und was ist das Wichtigste, die wichtigste Komponente beim Streamen? Und Lost, hau rein. Mal sehen, ob du kurz und prägnant auf die Reihe. Die drei wichtigsten Dinge, was Streaming angeht. Ja. Also Streaming-PC. Auf jeden Fall. Hab mir gerade schon ausführlich. Wow, krass, scheiße, Mann, jetzt hast du mich echt erwischt. das ist so blöd, aber einen Geist, einen Sinn für Entertainment zu haben, das heißt, auf Leute eingehen zu können, sich mit Leute auseinandersetzen zu können. Und ja, ich muss an das vorne, das ist jetzt blöd, eine super Audioqualität. Das ist blöd, weil im Endeffekt ist das eine umfasst ganz viel Technik mit dem Streaming-PC, ein bisschen ein Technikteil von dem Mikrofon und dann im Endeffekt eine Eigenart oder eine Eigenschaft von einer Persönlichkeitsstruktur. Ja, das ist zusammengefasst. Also, hat man mich gehört? Oh, ja. Ich glaube, es wartet jeder wegen Auffordern. Das hatten wir ja vorhin schon. Garak, irgendwas bei dir? Ja, ich finde, der hat Lost ganz gut erfasst. Im Grunde genommen würde ich nahezu das Gleiche sagen. Streaming-PC ist für mich ein ganz wichtiges Ding, weil das einem Freiheit verschafft und bessere Qualität. Audio in den Griff bekommen. Ja, egal wie, es muss jetzt kein Mischpult sein, was auch immer, sondern einfach Audio in den Griff bekommen. Unter dem großen würde ich das sehen. Und das Dritte, wenn ich sogar... Also die Reihenfolge ist jetzt willkürlich, weil wahrscheinlich ist das, was ich jetzt sage, das Wichtigste. Personality. Also man muss ein Typ sein, authentisch sein vor allen Dingen. Kein Schauspieler. Sondern, obwohl es, ich kenne auch Streamer, die als Schauspieler ganz gut durchkommen, die in real völlig anders sind als im Stream. Das gibt es auch. Aber dann muss man gut schauspielern können. Das können die meisten aber nicht. Und vor allen Dingen können sie nicht über Jahre oder Monate ihre Story durchziehen. Außer sie sind wirklich gute Schauspieler. Deswegen authentisch, so authentisch wie möglich, und dann denke ich mal, ist man da auf der richtigen Seite, ja. Ich hau einfach jetzt einen rein. Ich werf mich dazwischen. Für mich, sage ich ganz ehrlich, Hardware hin oder her, das ist nicht das A und O. Denn, das, was Gara gesagt hat, Personality. Das, was ihr macht, ja, wie ihr eure Computerspiele spielt, ob ihr nur total die abgefahrenen Rambo-Aktionen macht oder, Binding of Isaac mit Sonnenbrille spielt und dann noch ein Band außenrum, dass ihr nichts seht, so, also das wollen die Leute sehen halt, das, was die Leute sehen wollen. Ansonsten, so wie Garak gesagt hat, macht euren Ton stark, klar, dass ihr vernünftig klingt, dass ihr euch nicht ständig überschreit, wie ich selber zum Beispiel, dass ihr den Stream anmacht und irgendwas nicht funktioniert. Kümmert euch um solche Sachen. Ansonsten sollte man wirklich, und jetzt kommt auch noch das Allerwichtigste, solltet ihr dabei Spaß haben. Denn wenn ihr nämlich Spaß habt, haben die anderen auch Spaß. Labby, ich gebe weiter an dich. Ihr habt alle das Allerwichtigste vergessen. Alle drei habt ihr das Allerwichtigste jetzt kommt, vergessen. Jetzt kommt Labby wieder aus der Ecke. Dieser Ticket-Ding und komm. Der zweite PC, am Anfang, wenn ihr anfangt, ist der eigentlich, würde ich sagen, nicht so wichtig wie der gottverdammte zweite Bildschirm. Das ohne zweiten Bildschirm
Das setzt sich voraus, dass das jeder hat, oder? Nö. Also, mal ganz ehrlich, davon habe ich gar nicht gesprochen. Ich habe nicht mal Hardware erwähnt. Nein. Ja? Ich bitte dich. Die Hardware, also die Hardware ist dann tatsächlich nicht wichtig. Es gibt noch eine andere Geschichte, die man dann als dritte statt der Hardware nimmt. Nach meiner Meinung ist, weil gerade jemand das im Chat geschrieben hat, das habe ich tatsächlich vergessen, aber ich hatte ja auch nur drei. Zeit, ja, ihr müsst regelmäßig immer zu gleichen Zeiten oder zumindest berechenbar, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Aber das Thema hatten wir ja generell schon mal angerissen. Aber Lost, du kannst, glaube ich, ganz gut darüber reden, weil ich glaube, du bist genauso eingespannt wie wir. Also magst du einfach mal die Frage beantworten, wie das für dich mit dem Zeitmanagement aussieht? Also wie voll ist deine Woche eigentlich? Meine Woche, ja, die ist relativ voll. Ich muss ganz ehrlich sagen, sie könnte aber noch voller sein. Ich merke selber, dass ich mich da immer so ein bisschen durchschummel. Ja, Zeit ist ein großes Ding. Ich meine, es ist natürlich die Frage, worauf man hinaus will. Wenn man jetzt mal den Punkt sieht, okay, ich möchte zum Beispiel mit Streaming anfangen oder YouTube, ist ja egal, und ich möchte dort Erfolg haben, wirklich Erfolg. Klar, Standard-Pauke nach draußen, wenn ihr vorhabt, das Ganze zu machen, nur weil ihr Geld verdienen wollt, dann ist es nicht das, wo ihr anfangen sollt, wenn ihr nur mit dieser Intention reingeht. Aber natürlich muss man auch sagen, es ist Fakt, dass man Geld verdienen kann. Es ist ja kein Geheimnis mehr, sieht man bei vielen Leuten da draußen. Ja, Zeit ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich mache es momentan so, ich sitze momentan mehr oder weniger an meinem Streamplan, den ich immer wieder umgeschmissen habe, immer wieder mal nicht gehabt habe, dann wieder gehabt habe. Das ist auch so eine Schwierigkeit. Hat man einen oder hat man nicht? Menschen sind Gewohnheitstiere grundsätzlich. Wenn man irgendeinen Marketingwissenschaftler oder sonst was da ranholt, der würde wahrscheinlich einen sagen, mach dir einen festen Streamplan. Wo du ganz klar hast, okay, an dem und dem Tag streamst du um die und die Uhrzeit, damit die Leute wissen, ah, okay, da kann ich einschalten, da erwartet mich was. Ich mache momentan so ein Zweischichtsystem im Endeffekt, was Streamen angeht. Ich versuche, morgens am Start zu sein, das ist meistens ab 9 Uhr, dann irgendwie bis mittags zu streamen, dann mittags halt hier, ich habe halt auch in der Wohnung noch was zu tun, Essen kochen und so, muss man halt auch irgendwann mal zwischendrin. Und dann noch für YouTube die Sachen zu machen, um dann im Idealfall, das ist jetzt momentan, was im Oktober anläuft, einmal am Tag zusätzlich zu den Streams ein Video am Start zu haben, gerade mit den kommenden Spielen, die halt so kommen, ergibt sich doch viel. Und dann wieder so am Nachmittag rum, späten Nachmittag, wieder online zu gehen und dann mehr oder weniger die zweite Streamschicht bis abends zu fahren. Da gibt es dann noch Unterschiede. Am Wochenende will ich dann halt einfach wieder später streamen. Ganz am Anfang, wo ich noch gearbeitet habe, habe ich dann meistens, wenn ich Schichtdienst hatte, war ich irgendwie Spätschicht um 21 Uhr, kurz nach 21 Uhr daheim. Da habe ich dann meistens erst gestreamt. Und in der Früh oder Nachmittag so gut wie gar nicht, außer am Wochenende. Aber klar, ich sage mal so, wenn man halt auf diese Erfolgsschiene in Anführungsstrichen fahren möchte, wo ich mich jetzt nicht unbedingt groß dazu zähle, das wäre ich jetzt so erfolgreich, aber je öfter du streamst, umso mehr Möglichkeiten hast du natürlich, Leute zu erreichen, die halt da gerade auch da sind und deinen Stream sehen. Wenn du halt nur einmal die Woche für 2 Stunden streamst, dann wächst du wahrscheinlich nicht so schnell, wie wenn du halt 3-mal die Woche für 5 Stunden über irgendwie die jeweilige Zeit streamst. Und halt auch so ein ganz wichtiges Ding, was ich halt auch immer wieder mitbekommen habe, so ein Tipp ist halt, ja, die Primetime. Ich meine, Primetime ist halt jeder. Abends, deutsche Zeit, ab 18 Uhr. Wenn du da halt in Arma 3 oder so oder in aktuellen Spielen durchstarten willst, musst halt erstmal gegen die ganzen Großen anstinken, ne? Und das ist halt vorne natürlich Lyric, gut, der ist amerikanisch, aber ich meine, dem seine zweitgrößte Zuschauerschaft sind, glaube ich, Deutsche. Von daher stört es nicht unbedingt, dass der jetzt amerikanisch spricht. Aber es ist halt mittlerweile natürlich auch ein großer Markt. Es gibt halt viel und da muss man gucken, okay, wo finde ich meinen Platz? Machst du, also mal so an dich, Verzeihung, nochmal los, machst du frei für dich selber? Also, oder powerst du wirklich von morgens bis abends durch und sagst dann, okay, einen Tag mache ich gar nichts? Oder powerst du seit einem halben Jahr, einem Jahr, powerst du durch jetzt? Also, ich habe den Donnerstag eigentlich frei für mich. Also, da kommt auch kein Stream. Das wissen die Leute eigentlich auch. Aber ich erwische mich meistens trotzdem dabei, dass ich da irgendwas mache. Dass ich irgendwas für YouTube mache, irgendwelchen Sachen, Designs oder Templates arbeite. Und in der letzten Zeit, gerade bei zum Beispiel jetzt aktuelles Beispiel Rainbow Six, das kam ja am Donnerstag, glaube ich, oder ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich halt einen Tag davor nicht gestreamt, dann habe ich dafür halt dann am Donnerstag gestreamt. Also es fällt einem schon schwer, sich da selber Pause zu geben. Allerdings bin ich Gott sei Dank
noch in dem Modus und es wird sich, glaube ich, nicht so bald ändern, wo ich halt, wo das für mich nicht Arbeit ist. Es ist schon mal anstrengend und ist auch mal genervt, weil man irgendwie sich denkt, ah, jetzt funktioniert das nicht und so. Aber ich hock dann Donnerstag da und denke mir, okay, ich habe jetzt nichts anderes zu tun. Ich könnte jetzt eigentlich auch streamen, ich hätte schon Bock drauf. Also ist halt, ja, und ist halt, also so müsste es halt am besten laufen natürlich, ne? Weil sobald du halt irgendwann mal so in dem Ding drin bist, wow, krass, das kenne ich irgendwie aus meiner normalen Arbeit, dass ich jetzt gerade absolut keinen Bock drauf habe, dann ist halt schon die Frage, wow, shit, okay, fahre ich da in eine falsche Richtung? Weil es schlussendlich, das ist auch so ein Ding, sagt jeder, aber es stimmt halt, es soll und muss Spaß machen, weil sonst funktioniert es nicht. Das ist ganz einfach. Garak, Ich habe für dich jetzt eine ganz spezielle Frage, die gerade wieder reingekommen ist von Markus. Und zwar hat er nämlich gefragt, wieso benutzt niemand eine Spiegelreflexkamera als Facecam? Weniger Rauschen und Deepfield. Magst du mal Stellung dazu nehmen? Weil du kennst dich, glaube ich, mit Kameras am besten aus von uns allen. Ja, das glaube ich zumindest. Sollte so sein. Wäre schlimm, wenn nicht, ja. Markus hatte sogar zwei Dinger, glaube ich. Ja. Ja, also machen Streamer. Ich habe mir das gespart, obwohl ich mich mit DSLRs, glaube ich, hier totschmeißen kann. Es gibt der Honorius zum Beispiel, früher mal bei den B-Pirates macht das. Einer von den B-Pirates hier, wie heißt er? Reaver, ja, macht es, also Alex. Der macht es auch, der hat auch eine DSLR. Und macht das so. Und ja, die Bildqualität ist eigentlich besser, logischerweise. Aber es kostet noch mehr Geld. Also man braucht eine DSLR, eine vernünftige. Also ich würde jetzt eine 5D Mark III nehmen, weil ich gerade nichts anderes habe. Oder ja, so eine Kamera kostet 3.000 Euro. Die brauche ich für einen Job, ja, deswegen habe ich sie. Aber die möchte ich auch gerne in meinem Koffer haben, beziehungsweise für meinen Job. Das heißt, ich würde sie jetzt hier nicht fest montieren wollen. Und ich glaube, es ist eher eine Geldfrage, nicht eine Qualitätsfrage. Für die meisten Streamer wird das einfach der totale Overkill. Eine gute DSLR kostet 1.000 Euro aufwärts. Alles darunter ist mehr so, ja, kann man machen, mal eine alte 600D kaufen oder so, meinetwegen. Aber man braucht zusätzlich eben, irgendwie muss das Signal ja reinkommen. Wenn ich jetzt einen Streaming-PC habe, dann habe ich da eine Screen-Capture-Karte drin, auf der kommt aber das Signal von dem Gaming-PC. Also stecke ich mir noch eine zweite Screen-Capture-Karte rein, um da dann das Signal aufzunehmen, weil ich kann es nicht über dieselbe machen. Wahrscheinlich. Ich habe mich damit jetzt nicht weiter beschäftigt, ob das vielleicht doch ginge mit einem Splitter oder so. Aber gleichzeitige Signale nochmal wieder da überlagern, ich hätte da meine Bedenken. Also ich würde eher dann eine zweite Screen-Capture-Karte kaufen, also nochmal 150 Euro. Also insgesamt kurze Rede, ne? Langer Sinn, es ist, oder lange Rede, kurzer Sinn, so rum. Es ist einfach eine Frage des Geldes, glaube ich, für die meisten. Qualitativ hast du vollkommen recht. Es wäre absolut ein geileres Bild, wenn jeder eine DSLR hätte, aber es ist einfach zu teuer. Wo wir, auf das wollte ich nämlich hinaus, dass du das am Ende sagen wirst, weil ich habe mich damit auch schon befasst. Und dann kam nämlich gerade noch eine neue Frage rein, weil ich würde jetzt so langsam mich so ein bisschen distanzieren von dieser ganzen Hardware-Geschichte. Ich sag mal, wir haben es im Gro, haben wir es angerissen. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, Lost, du hast bei dir auf YouTube noch ein paar Sachen, also mit Roomtour, glaube ich, war das so? Nee, du wolltest das machen, richtig? Ich wollte es machen, ja. Genau. Und ich fand die Frage ganz interessant. Ich habe die nämlich auch mitbekommen, weil genau was du jetzt erzählt hast, habe ich halt momentan dranhängen. Ich habe an meinem Streaming-PC momentan noch eine Capture-Card hängen und darüber HDMI. Zwar keine Spiegelreflex, aber ich habe momentan testweise die Canon Legria Mini X. Das ist ja diese bekannte YouTuber-Kamera, wo man den Bildschirm so hochklappen kann. Die hat so einen Fisheye-Effekt. Und die habe ich momentan testweise dranhängen, weil ich das an sich ganz cool finde, weil die mehr vom Raum aufnimmt und somit die Leute auch sehen können, was so alles hier ist und was auch passiert. Die schreien manchmal auch nach Mauscam, Catcam, ich sollte irgendwie eine GoPro an die Katze hängen und so ein Zeug. Da bin ich gerade ein bisschen mal rumexperimentieren. Und ja, da habe ich mir jetzt irgendwie so ein Ding dahin geknallt und das sollte eben jetzt auch in meiner hoffentlich bald stattfindenden Roomtour, ich muss da in die Kamera gucken, ich gucke die ganze Zeit um, auch mal präsentiert werden. Weil jetzt habe ich im Endeffekt so das Setup, wo ich sage, okay, das ist cool, damit kann ich jetzt arbeiten, damit konnte ich vorher auch schon arbeiten mit anderen. Aber das ist halt für mich jetzt so rund. Ich weiß, es wird die nächste Zeit nichts kommen, wo ich irgendwie dann
vor der Aufgabe stehe, scheiße, wie mache ich das, wie integriere ich das, weil ich einerseits weiß, ich habe nicht das Geld dafür oder das gibt es noch nicht und wird in nächster Zeit nicht kommen. Ja, genau, das werde ich in der Roomtour abhandeln. Jetzt würde ich gerne Slabby, weil ich sehe dich schon wieder so, du musst, pass auf jetzt, ich werf dir was hin, okay? Also einen richtig schönen Happen. Und zwar, weil das nämlich auch kurzfristig bei dir gekommen ist. Ich bin so verdammt gut vorbereitet, dass ich jedes Mal so einen richtig Hammerübergang habe. Und deswegen moderiere ich das Ganze hier. Nein, Spaß beiseite. Slabby, pass auf. Und zwar kam von Simon, aka das Spielkind, die Frage, wie viel Geld muss man mindestens ausgeben, dass man in einer einigermaßen guten Qualität streamen kann? Das hast du ja jetzt gerade hinter dir. Mach mal eine realistische Einschätzung, weil unsere Einschätzung wären out of the roof, weil wir haben alle schon ein, zwei Taler mehr ausgegeben dafür. Ja. Ich habe selbst schon zu viel Geld ausgegeben. Also mein Rechner, den brauche ich nicht. Das kommt natürlich darauf an, was ihr spielen möchtet, ne? Also hätte ich jetzt weiter Minecraft spielen wollen und streamen wollen, dann hätte ich auch locker einen Rechner für 700 Euro mir wahrscheinlich holen können. Und damit einen relativ guten Stream immer noch hinlegen können. Weil man halt bei Hardware, gerade bei der Grafikkarte viel sparen kann. Ich musste natürlich vollkommen übertreiben und mir eine 700-Euro Grafikkarte holen, weil ich vollkommen bescheuert bin. Und dann nochmal für 100 Euro einen Lüfter draufsetzen. Geht aber auch mit einer Mittelklasse-Grafikkarte. Okay, Minecraft mal nicht mit reingerechnet, weil Minecraft braucht sowieso gar keine Grafikkarte. Aber ein Stream sieht schon gut aus, wenn du einen Rechner hast, der 700 Euro kostet. Du wirst nicht die Spiele mehr auf Ultra zocken können, auf keinen Fall. Und du wirst den Stream nicht perfekt encoden können mit einem High-Profile und Very Fast-Einstellung, Preset, was weiß ich. Aber du wirst immer noch einen vernünftigen Stream hinlegen können. Also so ein 700-Euro Mittelklasse-PC. Ich hatte halt einen 5 Jahre alten 900-Euro PC. Der hat bei weitem nicht mehr das gebracht, was ich gerne gehabt hätte. Also egal in welchen Spielen. Ich konnte keine AAA-Titel mehr spielen, sowieso nicht. Vor allen Dingen nicht im Stream. Das auf keinen Fall. Dann brauchst du ein Mikrofon, was relativ gut ist. Also knapp die 100 Euro würde ich für ein Mikrofon schon ausgeben. Wie gesagt, USB am besten, weil dann braucht man keine Phantomspeisung, dann brauchst du halt kein Preamp oder einen Mixer oder sowas, sondern kannst direkt damit in den Rechner reingehen. Ja, und dann im Prinzip, wie gesagt, einen zweiten Bildschirm. Ohne zweiten Bildschirm wirst du nicht gut streamen können. Wo ich mal ganz kurz einschlagen möchte, das T-Bone SC440 und 450 sind die besten Mikrofone, die ihr jemals kaufen könnt für den Einstieg. Jemals. USB, da könnt ihr nichts mit falsch machen. Kann ich bestätigen, ja. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, wahrscheinlich dieses beknackte Mischpult oder was auch immer die Idee dahinter war, aber dieses Mikrofon, das könnt ihr durch Reaper durchschleusen nochmals und danach klingt ihr wundervoll. Und es kostet nur 80 Euro. Also wer gerne so einen Pümpel vorm Gesicht hat, kauft euch ein T-Bone SC440, 450, USB. Bam. Mhm. Ihr müsst darauf achten, das kleinere geht bei Windows 8 nicht, also da müsst ihr dann das 450 nehmen. Genau. Um zum Ende zu kommen jetzt mit meiner Aussage, 1000 Euro für eine gute Qualität würde ich schon ausgeben, sage ich jetzt mal so. Also wenn ihr jetzt das Glück habt und ihr habt schon einen zweiten Bildschirm, dann spart ihr euch da das Geld, aber ein i7 für eine gute Qualität, wie du ja vorhin schon gesagt hast, wäre auf jeden Fall nötig. Da bezahlt man schon 450 Euro für, tatsächlich. Aber das Mainboard muss nicht das allerbeste sein. Die Grafikkarte kann bei ungefähr 170, 200 Euro liegen. Auf jeden Fall immer Rechner selber zusammenbauen oder von jemandem, der das kann, zusammenbauen lassen. Weil du wirst nie im Leben für das Geld die Qualität bekommen, wenn du es selber zusammenbaust, als wenn du es dir schon fertig aufs. Außer du kennst jetzt gerade den Laden bei dir um die Ecke, der das für sehr, sehr günstig macht. Aber bei uns in Dortmund gibt es da keinen und es gibt noch eine Ausnahme. Ja. Ja. Nämlich alte Herren wie mich, die keinen Bock mehr haben zu schrauben. Also. Okay. Ja, gut. Das ist gut. Oh, Slabby, du hast gerade massive Probleme.
Ja, du hast. Was habe ich? Du bist gerade. Jetzt bist du wieder da. Du hast gerade ganz komisches Lag gehabt. Oh, komisch. Wenn man die Kohle hat, dann kann man natürlich alles ausgeben. Aber wie gesagt, wir gehen ja davon, wie kann ich am besten darin sparen? Und selber zusammenbauen ist die perfekte Sparmethode beim neuen Rechnerkauf. Darauf wollte ich hinaus. Sag mal, Jungs, mal ganz ehrlich. Jetzt mal wirklich Butter bei den Fische. Ich nehme mir das ja immer zu Herzen, was ein gewisser Herr zu mir sagt, mit dem ich mich sehr viel unterhalte, der quasi auch einer der guten Seelen ist. Wollen wir nicht einfach mal sagen, dass Hardware völlig irrelevant ist eigentlich? Ja. Also ich meine, es ist ja nun wirklich so, wenn wir wirklich mal ehrlich zu uns sind, wir vier befassen uns damit mehr als normale Menschen, also in jeglicher Form. Ob es nur ein Audio ist, ob es ein Video ist, irgendwas mit Licht, irgendwas mit Grafikkarten, irgendwelche Kabel, irgendwelche Splitter. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ja, wir kaufen uns einen Rechner und dann streamen wir einfach und dann gucken wir, wo das hingeht. Also, dass wir einfach nur erstmal unsere Person irgendwie vermarkten, bevor wir uns in irgendeiner Form, sag ich mal, schon die 2000 Euro dahinstellen. Aber das haben wir doch alle gemacht. Oder? Also jetzt nicht, weil er gleich mit zweien angefangen hat, aber im Grunde genommen haben wir das ja alle genauso gemacht. Also ich persönlich, ich habe jetzt die ganze Zeit schon nachgedacht, ich habe ja eigentlich im Grunde genommen nicht viel erzählt heute sozusagen, sondern nur die Überleitung gemacht. Für mich persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich gucke mir gerne mal meine alten Past-Broadcasts an und muss dann zu mir selber sagen, Mann, ist das eine geile Entwicklung, oder? Ist das bei euch auch noch so, dass ihr heutzutage sagt dann, wow, früher, das war aber, na Mensch, da hättest du ja aber noch so ein bisschen Mahjong spielen können mit der Pixel. Und heute sagst du ja, okay, ja, wir haben ein gewisses Niveau erreicht und okay. Aber was deine Softbox bringt, ne? Das ist der Wahnsinn. Also ich habe ja mit Garak, der nette Mann neben mir, der ist ja Fotograf quasi, unterwegs als Fotograf. Und ich war mir auch immer nicht schlüssig, ob ich mir das kaufen soll. Also Licht, ja. Und jetzt auf einmal ist die Kamera, als wenn das eine ganz andere wäre. Also qualitativ 500 Euro besser sozusagen. Aber Leute, ihr dürft echt nicht vergessen, das ist nicht wichtig. Sowas ist absolut nicht wichtig. Und ich denke auch, dass die Leute, muss ich euch ganz ehrlich sagen, die Leute, für mich selber ist das immer so ein gesundes Verhältnis. Okay? Das Verhältnis ist ungefähr dieses. Ihr fangt an zu streamen und kennt euch mit eurer Software aus. Ja? Ihr habt zwei Bildschirme, ihr habt einen PC, der das kann, und ihr kennt euch mit eurer Software aus. Das heißt, ihr wisst, wie OBS funktioniert, ihr wisst, was da so halbwegs im Hintergrund passiert, ihr wisst, welche Regler ihr schieben müsst, damit eure Qualität stimmt, und dann geht's los. Und dann gibt's noch wieder die ganz Verrückten, die noch gar nicht irgendwas gemacht haben, noch nicht mal angefangen haben. Und die planen schon die Hardware und dann kommen, naja, dann brauche ich noch das hier und Softboxen und Greenscreen und yadi, 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 yadi. Und sie haben noch nicht einmal gestreamt, noch nicht einmal. Ja. Und ich kann euch eins sagen, die Enthusiasten, die sich mit ihrer Software auskennen und einfach erstmal losmachen, kommen viel besser an bei den Leuten, als die Leute, die sich einen Plan machen über das, was sie sich kaufen wollen. Also ich persönlich habe schon sehr viele PMs gekriegt, wo Leute mir irgendwas erzählt haben von dies, das, jenes, trala, und will ich mir kaufen, will mir das kaufen, und dann haben die 17 Follower. Ich sage euch so, wie das ist. Und da würde ich dann auch gleich nochmal eine Frage aufgreifen, die mit reinkommt. Ganz speziell an junge Leute. In eurem Alter würde ich erstmal rausgehen und noch ein bisschen mit dem Baum spielen, wenn ihr versteht, wie ich meine. Und nicht darüber nachdenken, ob ihr euch 5000 Euro CPUs kauft und noch. Das ist irrelevant. Das kommt mit der Zeit, das entwickelt sich. Und genießt lieber die Entwicklung, dass ihr... Passt auf, Leute, ich sage euch das so, wie das ist. Wir packen mal den Lümmel auf den Tisch. Ja, die Leute... Du bekommst, wenn du einen gewissen Grad erreicht hast, bekommst du ja auch mal eine Spende. Ja? Und du willst auf irgendwas hinarbeiten. Wo willst du hinarbeiten, wenn du schon alles hast? Wo willst du da hinarbeiten? Du musst ja auch Luft nach hinten haben. Also eins nach dem anderen. Und mach nicht immer alles auf einmal. Miete zum Beispiel, ja. Man muss ja auch mal was bezahlen. Du kannst dir den Erfolg halt nicht kaufen, wie bei vielen, ne? Genau. 5000 Euro in Equipment investiert ist halt bei Vipen keine 100% Erfolgsquote, die du herkaufst, weil die Leute, die dich gucken, die wissen das erstens nicht, außer du schreibst es unten dick halt rein.
Und die interessiert das auch erstmal überhaupt nicht. Außer im Fußball. Außer im Fußball, ja. Ja, das ist es. Also wie du sagst, gerade so dieser, das von denen geht nochmal raus mit dem Baumspiel, ne? Es ist ja auch so ein eigentlich ein relativ großer Wink mit dem Zaunpfahl, aber auch eine gute Richtung, von wegen versucht mit dem, was ihr habt, das Beste rauszuholen. Und das klingt jetzt komisch, dass gerade ich das sage, ne? Ha. Ja, aber ich kann es euch nur raten, weil es ist eigentlich der beste Weg, den ihr gehen könnt, weil ihr habt einerseits weniger Ausgaben und wenn der Fall sein kommen sollte, dass man gerade in jungen Jahren, wo man schnell mal eben Hobbys switcht und schnell was cool findet, was man irgendwie 3 Wochen später nicht mehr so cool findet, steht ihr nicht da und denkt euch, scheiße, warum habe ich da so viel Geld investiert? Ja, sondern ihr könnt sagen, okay, es ist vielleicht nicht meins oder aber ihr habt nicht irgendwie unnötig viel Geld ausgegeben für was, wo ihr gar nicht wisst, wo das Ganze hinführt. Und ja, das ist. Also, was für mich am Anfang das Wichtigste war, als ich angefangen habe zu streamen, war, dass ich damit was lernen wollte. Und ich wusste, ich will nicht hier irgendwie heute anfangen und direkt den perfekten Stream hinlegen und am allerbesten, irgendwie der allerbeste Streamer von Tag 1 an sein, sondern ich möchte ganz unten anfangen und mich langsam aber sicher halt nach oben hocharbeiten. Weil dadurch kriegst du halt diese richtig schöne Langzeitmotivation und weißt, okay, letzte Woche war ich noch so, das war noch ganz was anderes und diese Woche bin ich hier schon angekommen und in einem Jahr sieht das noch ganz anders aus. Und wenn du das an dir selber beobachten kannst und deine Persönlichkeit daran halt wachsen kann, dann kommt da diese intrinsische Motivation halt auf, als wenn du dir irgendwie ein 5000 Euro teures Equipment hier hinstellst und denkst, du bist der beste Streamer der Welt und hast noch nicht einen Stream hier hingelegt, von daher. Ja. Es ist halt ein Prozess, ne, das Ganze. Ja. Und wenn man will, hat man die Möglichkeit auf diesem Weg, je nachdem, wo das halt hingeht, sich die Kleinigkeiten halt dazu zu holen, weil wir haben ja heute aufgezählt, was es für Möglichkeiten gibt. Aber es ist natürlich halt auch alles irgendwo mit Kosten verbunden. Und da kann man hinarbeiten, wenn man das möchte. Es funktioniert aber auch ohne. Gibt es genug Beispiele, die momentan hier, glaube ich, auch aktuell bestimmt auf Twitch unterwegs sind. Garak, ich habe da noch eine Rückhand für dich. Und die kommt richtig schön im Slice, im Bogen kommt die rum für dich. Du hast vorhin gesagt, genau so und schön angenommen hast du auch. Und zwar hast du vorhin gesagt, dass einige Leute gepusht werden. Ja, wir greifen das einfach mal auf, weil wir ja so ein bisschen weggehen von Hardware. Denkst du, dass man heute ohne Vitamin B und ohne Pushen, also Hilfe von anderen, mit reinen Projekten, mit dem, wie man ist, kommt man da vorwärts? Denkst du das? Ist das möglich? Also richtig schön mit harter Arbeit? Was heißt vorwärts? Auf was bezieht sich das? Sagen wir mal, wir kommen zu dem Punkt hin, dass wir sagen, okay, wir sind so weit mit dem Stream, wir könnten das jetzt eventuell Vollzeit machen. Oder sagen wir mal einfach nur, wir streben 200 Viewer an oder irgend so eine Zahl. Sagen wir mal, du hast ein Ziel und das möchtest du erreichen und das aber ohne, dass dich jemand pusht oder dass du irgendwen kennst wie der Meme B. Doch, das also ja, also ich ja und nein. Also ich glaube, wenn du über einen bestimmten Punkt hinaus willst, musst du gepusht werden. Ja, obwohl, du kannst auch Glück haben. Aber in der Masse, ja, durch harte Arbeit schon. Also wenn du sortieren, ja, also wenn du dich anstrengst, bemühst, also bemühen hilft ja meistens nicht, aber wenn du jetzt wirklich regelmäßig da bist, wie wir schon gesagt haben, regelmäßig da sein, dein Ding durchziehst, authentisch bleibst und wirklich jeden Tag streamst, oder meinetwegen bis auf einen Tag jeden Tag Streams und ausreichend lange Streams, 6 Stunden, sagen wir mal. 4 bis 6 Stunden. Da glaube ich schon, dass man auch heute noch ohne Probleme und egal was es ist, weil ich habe vorhin im Chat gelesen, dass jemand sagt, das Spiel ist relevant. Nein, das Spiel ist überhaupt nicht relevant. Es ist kein Spiel relevant. Weil jedes Spiel, was man spielt, hat seine eigene Community. Deswegen ist das Spiel an sich nicht relevant, was man spielt. Man sollte das nur mit Spaß spielen. Also wenn diese ganzen Komponenten zusammenkommen, Regelmäßigkeit, vor allen Dingen das Spiel spielen, wozu man Lust hat, authentisch bleiben, dann glaube ich schon, wenn man da sehr viel Energie reinsteckt, dann kann man wachsen und dann funktioniert das auch. Wenn man aber zum Beispiel in einen bestimmten Bereich kommt, wo man sagt, oh, ich würde jetzt aber gerne Partner werden, dann glaube ich nicht mehr dran, dass das aus eigener Kraft geht, wenn man nicht wirklich überdurchschnittlich viel Zuschauer generiert und vor allen Dingen
und nicht von YouTube kommt. Ja? Also das ist eine andere Geschichte. Wenn man bei YouTube schon sehr erfolgreich ist, dann ist es ja ein Kindergeburtstag. Aber dann hat man zwar nicht viele Zuschauer auf Twitch vielleicht, aber der andere Weg ist relativ einfach. Also ich glaube aber trotzdem, mit harter Arbeit kommt man zumindest dahin, dass man eine Base hat. Ja? Ich habe das ja auch erreicht. Also ich habe immer gestreamt und ich kann nur, das war vorhin übrigens eine Frage, wie kann man das mit dem Job vereinbaren? Ich bin ja so ein Beispiel. Ich bin ja selbstständig. Ja? Ich habe einen Job, ja? Und ich verdiene mein Geld nicht mit Twitch, um Gottes Willen. Nicht mal ansatzweise. Ja? Und werde es auch nie. Ich habe 3 Tage die Woche, habe ich mir gesagt, an denen kann ich streamen. Und das versuche ich einzuhalten, diese Regelmäßigkeit. Und damit habe ich es auch geschafft, dass ich, wenn ich mal Glück habe, so um die 300, 350 Viewer habe. Das schwankt aber immer sehr stark. Aber ich schaffe es immer so 150, so die Ecke bis 200. Und also durchaus schon eine Zahl, wo man sagen kann, als ein deutscher Streamer in einer Nische, ja, und dann auch als Opa, glaube ich, habe ich das, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Ja. Aber auch nur, weil ich wirklich immer, immer wieder gestreamt habe. Und das ist nicht einfach, ne? Weil das eben, man muss das aus Überzeugung machen und dann klappt, glaube ich, alles, was man aus Überzeugung macht. Ne? Denn ich habe eine Ehefrau, ja, die fässt sich auch im Kopf manchmal. Ich meine, ja, was soll das jetzt werden und dann so? Und ja, also zum Glück ist es kein Problem, ja. Das ist ja nochmal ein Thema, ein extra Thema, ja, Beziehungen, ja. Und aber grundsätzlich, glaube ich, wenn man wirklich will für sich selber, dann ist man durchaus in der Lage, unabhängig jetzt davon, ob man Partner wird oder nicht. Das ist eine völlig andere Geschichte. Die geht, glaube ich, heute nicht mehr ohne Anschubsen von Dritten. Das war vor 2 Jahren komplett anders. Aber bei dem normalen Erreichen, sagen wir mal, wie erreiche ich 200 oder habe ich überhaupt die Chance, 200 Zuschauer zu generieren oder 300, dann glaube ich schon, dass es geht durch eigenen Enthusiasmus. Lost, ich würde dir auch nochmal so eine schöne Vorhand geben, aber eine zweihändige. Zweihändige? Ja, weil du bist ja gerade in deinem Sabbatjahr. Hm? Mhm. Sag mal ganz ehrlich jetzt und pack mal den Schlingel auf den Tisch und sag mal, würdest du das, was du jetzt gerade an Programm durchziehst, würdest du das neben deinem Job noch schaffen? Als 100% Stelle. Wir reden hier nicht von Student oder Nebenjob, sondern Volljob. Würdest du das Ding durchziehen können? Nee, wird nicht gehen. Gar nicht. Also klar, ich könnte mich, sage ich mal, wenn ich in der Stelle arbeiten würde, wo ich halt davor gearbeitet habe, das wäre Schichtdienst. Das heißt, ich könnte theoretisch, sagen wir mal, ich habe Spätschicht, die fängt bei mir um 12:30 an, also 12.30 Uhr. Dann hätte ich theoretisch am Vormittag Zeit und könnte von mir aus, wenn ich sage, ich bin ganz früh wach, ich stehe um 8, ich mache um stehe um 7 auf, bin um 8 am Streamen, stream von mir aus bis 12 Uhr. Viertelstunde fertig machen, ich brauche nur eine Viertelstunde im Auto in die Arbeit. Und das würde gehen, aber dann würde halt alles andere wegfallen. Dann würde ich keine Zeit mehr haben, meinen Haushalt zu führen, dann würde ich keine Zeit mehr haben, mit meiner Freundin was zu unternehmen, geschweige denn die Katze zu füttern. Das heißt, erst die Freundin und dann wird mir die Katze wegsterben und es würde halt nicht funktionieren. Also absolut gar nicht. Das würde nicht hinhauen. Also ein normaler Tagesablauf ist ja eigentlich geteilt in 8 Stunden Schlaf, 8 Stunden Arbeiten und 8 Stunden Freizeit. Ja. Bei einem normalen Menschen. Genau. Und wo würdet ihr dann den Stream reinpacken? Natürlich nur in die Freizeit. Das heißt, ich könnte jetzt nicht mehr 8 Stunden, also ich jetzt als unnormaler Mensch, könnte jetzt nicht mehr 8 Stunden bei Reddit irgendwie rumlümmeln und mir Twitch-Streams angucken oder für mich alleine Videospiele spielen. Das kommt und deswegen, für mich geht das nicht. Also, aber es gibt diese Menschen und die sind auch da draußen und bestimmt ist der ein oder andere gerade im Chat, der kann 8 Stunden arbeiten, 6 Stunden streamen und 8 Stunden schlafen und nur 2 Stunden Freizeit am Tag genießen. Wenn die Freundin das mitmacht oder man gar keine Freundin erst hat, dann ist das natürlich umso einfacher. Aber man muss natürlich, also ich denke da zum Beispiel an Bacon Donut, wenn ich nochmal kurz das sagen darf. Der ist groß geworden neben seinem Job und neben seiner Familie. Ne? Und erst als er wirklich viel Geld damit verdienen konnte und seine Familie damit unterstützen konnte, dann ist er erst zum Vollzeitstreamer geworden. Aber es geht. Ja, aber früher, nicht heute. Nee, heute nicht, nee.
Heute ist schwierig. Also ich kann es nur einerseits aus YouTube-Sicht sagen, da ist es auf jeden Fall meiner Meinung nach so, dass du ohne einen Push auf YouTube nicht mehr eine entsprechende Größe erreichen kannst, wo du sagen kannst, das ist relevant, da kann ich mir irgendwie einen Ertrag rausziehen. Das ist eigentlich nicht mehr möglich. Du kannst eine Nische bedienen, ja, das funktioniert, aber momentan ist selbst die Nische der Nische auf YouTube schon irgendwo am Start, weil halt tagtäglich neue kommen und es auch geschafft haben, junge neue, die ein Alter haben, wo man sich schon fragt, was die von sich lassen, trotzdem schaffen, irgendwie innerhalb von einem Jahr, keine Ahnung, 500.000 Abos aus dem Boden zu stampfen mit dem gleichen Zeug, was irgendwie Jahre davor schon die ganze Zeit lief. Und man sich natürlich fragt, okay, was ist jetzt da neu daran? Das ist alles Geschmackssache. Streamen ist, denke ich mal, was, wo du einfacher wachsen kannst, aber wie Garak schon gesagt hat, es kommt halt davon, wo du herkommst. Ich meine, ich hatte halt damals das Glück durch YouTube. Ich habe halt nicht mit 0, ich habe halt dann mit 20 Viewern angefangen. Ja. Aber du hast trotzdem die Möglichkeit, auf Twitch schon deine Viewerzahlen zu bekommen. Aber wie gesagt, es ist Zeit. Du musst halt am Start sein. Du kannst zwar mal einen Hype mitnehmen von irgendeinem Spiel, was halt rauskommt. Ich meine, ich glaube, Ark war ein Spiel, wo den einen oder anderen Channel hervorgebracht hat, der vorher auf 50 Viewer war und nach einem Monat Ark auf nicht 50, auf 50 Follower und einen Monat Ark auf von mir aus 5.000 bis 10.000 Follower. Also ich weiß, Shrooms hat 45.000 Follower mit Ark gebracht in dem Monat. Solche Dinge gibt's, aber die werden immer seltener. Es war damals DayZ, daraus entstanden viele Leute, wie zum Beispiel auch Lyric ja mitunter. Aber diese Titel, diese Games, die werden immer weniger und man weiß halt nicht, wann sowas kommt und dann muss man halt schauen, wie man in dem vorhandenen Genre agiert. Geht man in den Mainstream rein, was natürlich weitaus härter ist, oder sucht man sich eine Nische, die nicht so umkämpft ist, aber halt eventuell, muss nicht sein, aber eventuell natürlich auch irgendwo dann seinen Cap hat, wo man halt dann, sag ich mal, am Limit angekommen ist, weil halt einfach der Markt nicht da ist. Das Problem ist halt, ja? In so einer Nische, ne? Wo ich irgendwann ein Cap habe, ja, das ist einfach so. Mit meinen Flugsimulationen, da bin ich wirklich in einer Ecke, wo da ist es sehr, sehr endlich, ja. Also ich weiß nicht, wie viele Leute überhaupt im Flugsimulationsbereich Twitch kennen, ja. Da fängt das Problem ja schon an. Und ich glaube, man könnte viel mehr generieren, aber selbst bei YouTube, ich kenne einen, der streamt, der macht YouTube-Videos und zwar richtig coole Videos über Flugsimulation, wo man echt was lernt. Der hat nur 3.000 Subscriber, ne? Das sagt ja alles. Ich meine, der müsste 30.000 haben, ne? Aber wo sollen die alle herkommen? Ja, also deutschsprachig vor allen Dingen. Deutschsprachig ist ja nochmal die nächste große Einschränkung. Ja, ich glaube, das ist ja. Ja? Es geht ja halt auch vor allen Dingen, also ihr redet jetzt von Glück natürlich, ne? Also man muss das Glück haben, entweder halt von jemandem gesehen zu werden, der einen pushen kann, oder das Glück haben, von gerade ein Spiel zu spielen, was einen pushen kann. Diese beiden Komponenten sind halt wichtig. Aber man kommt an dieses Glück nicht ran, wenn man nicht harte Arbeit vorher reinsetzt. Genau. Und klar. Ich meine, du kannst ja, das ist auch wieder, wenn man es mal ganz weit, nicht unbedingt fächern, aber du kannst das ja auch marktwirtschaftlich irgendwie betrachten. Ich meine, du kannst ja vorausschauen und sehen, okay, da kommt das und das Spiel raus, das ist von mir aus von dem und dem Entwickler oder hat den und den Hintergrund oder du kriegst halt die Hype-Welle, sag ich mal, schon mit und du kriegst ja ein Gefühl dafür. Ich meine, wenn man jetzt schon länger im Gaming-Business ist, merkt man, okay, das könnte was werden oder das könnte nichts werden. Und ich denke, das machen viele und ich erlebe mich da auch natürlich, dass man schon immer mal vorausschaut, was kommt, was möchte ich zeigen und wo nehme ich es dann natürlich auch in Kauf, dass ich von mir aus halt mitten in der Nacht um 1.20 Uhr, keine Ahnung, zu Release halt den Stream anschmeiß, um halt einer der zu sein, der halt dieses Spiel sofort am Start hat. Ne? Es ist, das spielt natürlich schon mit. Ob das dann schlussendlich zum Erfolg führt, das ist immer so eine Sache, weil man weiß schlussendlich dann nicht, wie die Leute daran interessiert sind. Ob das Spiel sich halten kann oder sonst was. Aber man muss halt, wie du sagst, man muss das aufrechterhalten. Ne? Du kannst nicht nur ein Spiel streamen, was unter den Hype abbekommt. Dann kriegst du vielleicht innerhalb von 3 Tagen 500 Follower dazu. Aber von diesen 500 Followern, wie viele gucken sich danach dann weiter noch deinen Stream an? Weil sie vielleicht, ne, einerseits das Spiel selber spielen oder du dann Interesse verlierst, streamst was anderes. Das interessiert die absolut gar nicht. Das ist halt immer, ist ein schwieriges Ding. Du musst halt. Also ich persönlich, um das kurz abzuschließen, ich glaube, es gibt halt so ein paar Wege, sag ich mal, um mit Twitch groß und erfolgreich zu werden. Das ist halt, ja, die Klassiker, entweder du
hattest die Möglichkeit, damals deine Brüste in die Kamera zu halten, wo du noch nicht entsprechende Größe hattest und damit jetzt auch noch anerkannt bist, das zu tun. Du bist irgendwie Koreaner und hast einen Tastenanschlag von 5000 Klicks in der Minute. Oder du bekommst von YouTube. Oder, jetzt habe ich den vierten Punkt vergessen. Ja, das ist toll. Ach ja, genau, stimmt. Oder du kriegst halt, hast halt von Beispiel DayZ, du bist halt damals mit eingestiegen und bist aber auch dran geblieben. Du hast halt das nicht nur einen Monat gestreamt, bist dann ein anderes Spiel, sondern du hast es halt echt durchgezogen. Und das ist halt auch was, wo du dir einerseits zwar, wenn du es halt siehst, wie viele Leute jetzt zugucken, natürlich sagen kannst, okay, ich habe absolut keinen Bock auf das Spiel, aber die Leute wollen es scheinbar sehen, weil mir so viel zugucken. Streamst du es dann weiter, ne? Machst du es dann, wo du selber keinen Bock mehr hast, oder wechselst du das Spiel? Und dann kommt halt die Problematik, dass viele wieder abspringen, weil sie sagen, okay, das hätte ich mir angeschaut, aber das gucke ich mir nicht mehr an. Es ist immer sehr, sehr, sehr komplex, finde ich. Also ja. Das ist wie bei Mathe, da muss man immer alles auseinandernehmen. Da gibt es keinen allgemeinen Weg. Also ich selber, wenn ich mal aus der Berufsstreamer-Sparte sprechen darf, ich glaube, doch, du lost ja auch, ne? Ja, genau, du ja auch. Es ist echt schwierig, die Leute bei der Stange zu halten. Findest du nicht auch? Also gerade wenn man Variety-Streamer ist und sagt, hey, oh, wir machen heute mal das und dann wieder das und du musst Spiele finden. Bei Garak ist ja so, der hat sich ja festgefahren, sage ich mal, oder ist fest für seine Flugsimulation bekannt. Ich denke mal, Garak, wenn du das danach auch mal kurz beantwortest, du würdest doch bestimmt sicher auch gerne mal was anderes spielen und einfach mal sagen, Jungs, wisst ihr, heute, ich spiele H1Z1 und zeige euch mal, wie man es nicht macht, so ungefähr, ja. Also, ich denke mal, es ist immer sehr schwierig und man sollte niemals mit dem Ziel zum Stream gehen, zu sagen, man will damit Geld verdienen. Also ich finde, das ist immer, also ich sag mal, viele setzen sich immer so das Goal, ich werde Partner, was sowieso im Endeffekt außer Emoticons und Zuwachs an Datenrate, die das nachher im Endeffekt eh nicht mehr bringt, sage ich mal. Ich weiß nicht. Also das Ziel habe ich für mich selber jetzt die letzten, seitdem ich aus dem Urlaub zurück bin, ich war ja eine Woche im Urlaub, seit zwei Jahren irgendwie mal. Und ich habe für mich den Spaß wieder entdeckt, Leute. Macht den Stream an, weil ihr darauf Bock habt, weil ihr Spaß habt und dass ihr mit den Leuten erzählen wollt über nerdige Themen oder sonst irgendwas, wisst ihr? Also, dass ihr selber wieder richtig Bock habt, das ist halt, das ist das Wichtigste. Und der Rest kommt immer von ganz alleine. Und ich finde es halt wirklich sehr schade, dass Zuschauer heutzutage echt als Güter behandelt werden. Und das finde ich super traurig. Also, dass wir alle von Zuwachs und Viewerzahlen und solchen Sachen reden. Es ist echt schade und echt traurig. Und ich sage euch so, wie das ist. Und es ist auch heute noch so, mit harter Arbeit, mit Personalität, also das, was wir halt schon gesagt haben, kann man immer noch alles erreichen. Es wird schwer. Definitiv, es ist ein steiniger Weg und ihr werdet euch manchmal wahrscheinlich echt die Zähne ausknabbern, das mache ich heute noch, weil ich nicht genau mit allen schwimme im Wasser, sondern immer irgendwie abseits oder mal woanders hin. Es ist schwer, aber es geht. Es geht. Und da bin ich mir sehr sicher. Und da würde ich gerne nochmal eine Frage aufgreifen, die vorhin gekommen ist. Was sagen wir zu diesen jüngeren Leuten? Also jünger, noch viel jünger als wir, so mit 16, 17, so 15, die dann anfangen zu streamen. Also wie ist von euch selber, ich meine, wir müssen ja nicht immer über die Frauen reden, wisst ihr, das gibt's ja auch, was auch nicht gerade meiner Meinung nach auf Twitch gehört, weil die Leute sollten rausgehen, spielen und mal ein bisschen mit der Bauklötze, damit sie logisch denken können später und nicht RTLisiert sind. Wie Slappy, wie ist da so dein Eindruck? Was denkst du darüber? Wenn Jüngere anfangen zu streamen? Ja, aber so die ganz Jungen dann so, 14, 15, 16. Naja, Lost hat das ja ganz gut gerade schon zusammengefasst. Man ist halt dann noch in der Phase, wo man sich schnell wieder ein neues Hobby überlegt. Ich habe das bis heute noch nicht abgelegt. Ich bin 30 und ich habe immer noch alle sechs Monate ein neues Hobby, dem ich gerne nachgehen würde. Aber in dem Alter ist das halt noch viel krasser, ne? Da wechselt man das halt einmal im Monat und warum nicht? Also wenn man einsteigt mit good intentions, sag ich mal, guten Intentionen, dann ist das ja auch alles in Ordnung. Also ich denke,
Und mit 16 denkt man immer, man hat was zu sagen. Aber vielleicht ist man ja auch, vielleicht hat man tatsächlich was zu sagen. Man muss es ja auch ausprobieren. Oder man denkt, man ist gut im Spielen oder was und möchte sich da präsentieren. Dann ist das ja auch in Ordnung, dann sollte man das auch machen. Solange man nicht zu viel Geld dafür ausgibt und nicht Gefahr läuft, dass einem dann, obwohl man so viel Geld ausgegeben hat, halt nach einem Monat der Spaß daran vergeht, dann, ne? Keine Frage. Warum nicht? Unterstütze ich, wenn ich Leute sehe, jetzt aus meiner Community zum Beispiel, die halt YouTube-Videos machen oder streamen, die halt auch cool sind, auf jeden Fall. Da sind ein paar Jüngere dabei, gerade weil ich ja viel Minecraft gestreamt habe. Die selber halt auch jetzt angefangen haben zu streamen oder schon vor einigen Monaten. Und bei denen gucke ich auch immer gerne rein und stehe immer mit Rat und Tat, sage ich mal, unterstützend da. Aber es gibt natürlich die Leute, die dann denken, ey, der macht das, Gronkh ist super cool, der ist jetzt Millionär wahrscheinlich schon und jetzt will ich auch Millionär werden. Ich fange an, YouTube Let's Player zu werden. Mach mir einen Namen, Slapstick LP. Und lade irgendwie ein Video auf YouTube hoch und wundere mich, warum keine Zuschauer kommen. Dann gut. Aber es ist immer gut, wenn man auf das Feedback oder wenn man weiß, dass man Feedback dafür bekommen wird und das auch nicht gut aussehen wird wahrscheinlich, weil, wie ja schon mitgeteilt wurde, es das Internet ist und das Internet ist ein Arschloch. Ja. Das wird sich nicht. Wenn man damit umgehen kann, dann hat man eine sehr, sehr gute Personality fürs Internet. Dann, also wenn einem nichts ausmacht, dass man ständig irgendwie geflamed, gehatet und sonst was wird, dann ist man gemacht hierfür. Tarek, ich meine, du, bei dir sind das ja, ohne das jetzt abwerten zu meinen, bei dir sind es ja noch größere Generationssprünge. Selbst von uns zu dir, wir könnten deine Kinder sein, ja, also. Doch. Meine Tochter ist 30. Siehst bald. Du, also ich meine, wie siehst du das? Ich meine, du bist ja wirklich der Bodenständigste, den man kennt, also wirklich, ne, muss ich sagen. Wie ist das für dich? Also du als Vater, sage ich mal, schon einer erwachsenen Tochter, würdest du deinem Kind sagen, Mensch, Junge, richtig cool, dass dir da irgendwelche Menschen im Internet zugucken können. Oder Mädel, Verzeihung, selbstverständlich. Ich weiß das nicht. Ich kann das nicht genau sagen. Also gefühlt jetzt, ich habe die Situation ja nicht gehabt, deswegen ist es immer so fragwürdig, ne, darüber was zu sagen. Aber wenn meine Tochter damit angefangen hätte, nee, wahrscheinlich hätte sie mir sowieso den Finger gezeigt. Also insofern, nee, also Ich habe ein generelles Problem damit, dass jemand streamt Titel, die er nicht streamen darf, ja, weil er noch nicht alt genug dafür ist. Da habe ich ein Problem mit. Generell habe ich aber kein Problem damit, dass ein Jugendlicher streamt. Aber Jugendlich fängt bei mir nicht bei 12 an. Also ich sag mal, den Stimmbruch sollte man hinter sich haben. Ich kriege echt eine Krise, wenn ich die Jungs höre unterhalb von, ne? Aber das ist so ein persönliches Ding. Also da schalte ich gleich weg. Ja. Nicht, weil sie es nicht können, sondern einfach, weil ich das nicht hören mag. Generell ist es aber schon so, dass ich kein Problem damit habe, wenn ein Jugendlicher sich damit beschäftigt, das ist in Ordnung. Er soll das noch nicht, sollte es noch nicht übertreiben und da müssen die Eltern schon ein bisschen drauf achten und leider sind die Eltern heutzutage ja nicht mehr in der Lage, auf ihre Kids aufzupassen. Also es ist sehr, sehr oft so, dass die Kinder dann alleine gelassen werden und für mich ist ein 15-Jähriger dann auch noch ein Kind in dem Sinne, ja, auch wenn er ein Jugendlicher ist eigentlich. Der kann das selbst nicht für sich entscheiden, sondern der macht das, wozu er Bock hat. Und ich habe das genauso gemacht und mich hat das auch nicht interessiert, was meine Eltern gesagt haben. Und wenn es damals Stream gegeben hätte, hätte ich das wahrscheinlich damals schon gemacht und ich hätte, und ich glaube, meine Eltern wären froh gewesen, der beschäftigt sich mit was, ist ruhig, ja, macht keinen Stress, alles gut, ist zu Hause, kann nichts kaputt machen. Ja? Und insofern, weiß ich nicht. Also ich halte es nicht für gut, aber es ist nicht zu ändern. Es ist so, die Erde dreht sich weiter. Das ist heute bei den Jugendlichen so. Die leben, die wachsen ganz anders auf, als ich aufgewachsen bin. Wir haben mit Wäscheklammern und Straßen auf den Teppich gelegt, ja. Und haben mit kleinen Plastiksoldaten draußen auf dem
Gehweg, der noch nicht geteert war, sondern Sand, ja, haben wir dann irgendwie Krieg gespielt. Oder wir haben mit dem Mädchen Gummitwist gespielt, was übrigens sehr geil war, weil schneller konnte man Mädels gar nicht kennenlernen. Ja. Haben die ja heute alle verlernt, deswegen haben die auch alle keine Mädels. Und das ist eigentlich das, wo das Problem eben auch ist. Ich glaube, dass sie sich lieber in dieser Zeit, wo sie Jugendliche sind, mit Mädels beschäftigen sollten, das Natürlichste, um dieses soziale Miteinander überhaupt hinzubekommen. Denn viele sind wirklich, die können sozial gar nicht mehr interagieren mit anderen Menschen. Und das liegt natürlich auch ein bisschen an der Sache. Ich will das nicht verteufeln. Also ich finde Computer geil, überhaupt kein Problem. Internet ist super. Ich gehöre in meiner Generation bin ich sowieso völlig verkehrt, ja. Aber trotz alledem, diesen Mittelweg, dafür sind die Eltern zuständig und die kriegen es nicht gebacken. Deswegen ist es halt so eine schwierige Sache, finde ich. Also, aber generell dagegen habe ich überhaupt nicht, dass ein Jugendlicher das macht. Ne? Was war jetzt dein Trick, mit Wäscheklammern Mädels aufzureißen? Nee, nicht mit Wäscheklammern, sondern Gummitwist. Brauchst du dann später. Aber ich google gerade Gummitwist. Die brauchst du, okay. Ja, Gummitwist, ja. Ja. Also ihr wisst gar nicht mehr, was das ist, ja? Nee. Doch, also ich weiß, was das ist. Ja. Ach, jetzt sehe ich's. Ja. Googelt mal. Ihr habt doch alle Internet, Mensch. Also, wie heißt das? Gummitwist? Gummitwist. Ja. Das, ich meine, ich muss zugeben, meine Tochter ist jetzt knapp 30. Ich musste selbst meiner Tochter damals, als sie in dem Alter war, das beibringen. Die wusste das da schon nicht mehr. Aber in den 60er und 70er Jahren war das ein völlig normales Ding. Auf dem Schulhof, überall, die Mädels hatten immer so ein Gummiband dabei. Und dann, da brauchst du halt drei Leute für oder mehr. Und es haben immer nur Mädels gemacht. Und ich fand das sehr interessant, weil die Jungs, die sagten, die waren sich dazu fein, nö, das ist alles was für Mädchen. Und dann, ich ging immer der Strategie nach, was für Mädchen gut ist, ist für mich auch gut. Und vor allen Dingen ist es in der Interaktion gut. Also war ich der Einzige weit und breit, der Gummitwist mit den Mädels gespielt hat. Und ich hatte immer die geilsten Freundinnen. Also ich hatte überhaupt kein Problem, ja. Und das war eigentlich, das haben die aber nicht begriffen, ja. Also die meisten Jungs kapieren es halt nicht. Aber Gummitwist ist mein Tipp, ja. 2015 nennt man das Häkeln. Ja, heutzutage kannst du froh sein, wenn die jungen Mädels zumindest einen Gummi dabei haben, hey. Das ist echt schon wieder krass, aber das ist ja im Endeffekt das, was du auch angemerkt hast. Ich wollte gerade sagen, wir müssen es ja nur nicht übertreiben, aber willst du noch bezüglich der Thematik von jüngeren Leuten auf Twitch noch was loswerden, Herr Loss? Bevor du dort wieder etwas abschweifst in den Gummitwist? Ich würde sagen, ja. Übrigens, falls wir uns irgendwann mal treffen sollten, alle Mann, wir machen ein Video für Lost sein YouTube-Kanal, weil, obwohl, Garak hat ja auch, Slabby, ach so, ich bin der einzige Idiot, der keinen hat. Okay, wir spielen Gummitwist alle zusammen und ihr dürft die Videos hochladen, okay? Yeah. Und das möchte ich, dass wir das heute am 4.10.2015, 22.41 Uhr festlegen. Falls wir uns irgendwo mal treffen, auch als einzelne Person, werden wir Gummitwist spielen. Okay. Und das heißt jetzt, dass Lost und Slabby sich mit den Regeln vertraut machen, weil Garak ist ja im Geschäft, der kennt sich damit ja aus, ja. Und dann, da möchte ich aber, dass wir die Hand draufheben und Indianer Ehrenwort geben. Ja, ja. Aber ich kann das noch auf Knöchelebene. Also bei Knien komme ich schon nicht mehr mit, glaube ich. Das ist alles, wir machen das altersgerecht sozusagen. Altersbetreutes Gummitwist. Nee, zum Hals ging das sogar. Also irre. Mhm. Aber Lost, bitte, du hast das Wort. Gamescom 2016, genau, da treffen ja, wir uns. Ja, Games. Ich hab's auch gerade gelesen, ja. Ja, ich finde das ist eine interessante Frage, weil ich höre das halt auch immer wieder, also sei es in YouTube-Kommentaren oder allgemein. Ich finde das an sich immer recht interessant. Also mir würde sowas nicht in den Sinn kommen, zu fragen, was halte ich von denen. Aber ich höre mal, was haltest du von Leuten, die 15 Jahre sind und Battlefield spielen? Ich glaube, ohne das jetzt negativ zu meinen, aber ich glaube, 90% dieser Fragen kommen von Leuten, die halt 15 Jahre sind, Battlefield spielen oder halt irgendwie von mir aus, keine Ahnung, Manhunt 2 und sich halt einfach mal eine Meinung abholen wollen, ob das gut ist, was sie da machen. Ich habe damit kein Problem. Ich sage den Leuten immer, grundsätzlich können sie machen, was sie wollen, solange irgendwie ich nicht auf die treffe und mich dann jemand in jungen Jahren mit einer sehr, sehr piepsigen Stimme irgendwie voll labert. Und damit irgendwie mein Spielerlebnis oder so stört. Tut mir leid, es ist halt, das hatten wir alle. Ist mir das eigentlich, ist mir das relativ egal. Natürlich liegt es an den Eltern, da zu gucken, was mit ihren Kindern da passiert. Diese Thematik auch so mit Vorbildfunktion,
um das mal kurz reinzubringen, ich finde es nämlich interessant, weil auf YouTube ist so das Ding, viele YouTuber, auch größere YouTuber, sind halt der Meinung, dass sie jetzt nicht dafür verantwortlich sind, was die Jugendlichen, gerade auch die ihre Videos gucken, tun oder nicht tun sollten. Also ich bin da anderer Meinung, weil wir halt auch für gewisse Leute, nicht, natürlich nicht für alle, aber denke ich mal für gewisse Leute, auch ein Vorbild sind und denke ich mal da auch einen gewissen und wahrscheinlich auch im heutigen, in der heutigen Zeit einen guten Einfluss, wenn nicht sogar bei manchen auch mehr Einfluss haben als die Eltern an sich, was gewisse Sachen angeht. Und ich denke, gerade das Thema, was wir vorher hatten, auch zur Thematik mit Streaming-Equipment kaufen, war, denke ich mal, auch so ein Anstoß an die Jugend da draußen, den auch mal aufzuzeigen, was überhaupt Sache ist, weil viele halt in dem Alter, denke ich mal, halt noch gar nicht in die Richtung denken. Das ist ja auch ganz normal. Jeder war halt so, keiner hat die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Und ich denke mal, auch mit dem Streamen an sich ist es so. Also man, klar, die Eltern sollten natürlich drauf schauen. Ich meine, ich habe auch in meinem Alter, also in jungen Jahren Spiele gespielt, die ich vielleicht auf dem Alter noch nicht spielen durfte, aber meine Eltern hatten halt schon gewusst, okay, das ist das. Die sehen, okay, der wird nicht völlig durchgedreht, also nicht mehr, als er eh schon ist. Das passt dann schon. Und ja. Ja, wenn wir das unseren Eltern heute erzählen würden, Mensch. Ja, es ist halt, also, ich weiß nicht. Heutzutage ist es aber halt echt noch krasser, weil halt einfach andere Einflüsse da sind. Also, sei es irgendwelche Musikarten, wo die halt dann hören oder halt, ja, ich meine, sind wir halt mal ehrlich, also bei YouTube ist halt so 80-85% der Leute, die im deutschen Gaming-Bereich die Videos gucken, sind halt, ist halt eine Altersspanne von, sag ich mal, 13 bis 17 Peak, so in die Richtung. Und das ist halt auch bei vielen, je nachdem, was du für ein Spiel spielst, klar, aber ist halt einfach mal nicht unbedingt die Mittelschicht, sondern halt eher die Schicht, die halt in, sag's jetzt halt mal, ärmeren Verhältnissen lebt, wo halt einfach auch Internet oder so, oder dass da die einzige Freizeitbeschäftigung ist bei vielen, weil halt die Eltern auch keine Lust haben, sich mit ihren Kindern auseinanderzusetzen oder sowas, nicht können, weil sie halt irgendwie berufstechnisch so eingebunden sind, um ihr Leben zu finanzieren. Und da ist es wichtig, dass man aber auch eine andere Seite auch zeigt, dass man nicht zeigt, okay, wow, krass, jetzt ist der super Streamer wieder on, boah, der macht da voll die Moneten, das will ich auch machen. Oder irgendwelche Workshops, die es jetzt schon gibt, um die Kinder mit 12 Jahren schon zu YouTube hinzuführen und bald wahrscheinlich auch irgendwie an irgendwelchen Unis angeboten werden, YouTuber. Machen ja viele Netzwerke schon, die sich wieder hochzüchten. Ja, aber grundsätzlich klar, ich meine, man kann nicht auf alles Einfluss nehmen. Ich kann das immer nur in meinem Stream, wenn mich jemand danach fragt, gebe ich diese Meinung kund, aber schlussendlich ist jeder auch für sich selber ein Stück weit verantwortlich. Und es ist halt auch wichtig, dass man halt das vermittelt, damit die jungen Leute auch irgendwo, auch wenn es nur ein bisschen ist, sich denken, okay, ja gut, wer hat mir das gesagt, ja, interessiert mich jetzt nicht oder ja, okay, vielleicht denke ich doch mal drüber nach. Aber ja, ich meine, Twitch hat ja eigentlich Verantwortung dafür, zumindest wenn jetzt jemand siehst mit Facecam oder so und der streamt irgendwie ein Spiel, was ab 18 ist oder was weiß ich, da durchzugreifen, wird schwierig sein, aber ja, ist ein Thema, komme ich immer mal wieder drauf, aber grundsätzlich, mich tangiert es halt dann doch, so gesehen, doch zu wenig, als dass ich jetzt da so groß, ja. Ich würde jetzt nochmal die letzte Stadion-Ehrenrunde drehen wollen. Weil wir sind auch schon weitaus über der Zeit, würde ich sagen. Und Slappy, jetzt reicht's auch wieder. Habt ihr selber noch eine Frage oder wollt ihr noch irgendwas was loswerden, worauf wir nochmal eingehen sollten? Ansonsten würde ich sagen, das Schlussplädoyer für jeden. Vergesst nicht, ihr habt Twitter und solche Sachen, dass ihr nochmal ein Wort an die Leute richtet, quasi. Und Slappy, du siehst immer noch aus wie Christian Bale. Du darfst jetzt als prominenter Stimmt, Mensch mal vorsprechen, oder? Ja, jetzt muss ich sagen. Ich muss mir auch eine Batman-Kappe oder vielleicht eine Batman-Maske kaufen. YOLO! Wenn ich mich als Batman verkleiden kann. Was, eine Sache, die ich noch sagen wollte, als wir auf diese schnelle Erfolg-Sache da, als wir da waren bei ARK und so, macht nicht den Fehler, und das ist eigentlich klar, aber vielleicht guckt ja der ein oder andere zu, der sich das vielleicht noch nicht überlegt hat, macht nicht den Fehler, und wenn ihr jetzt vielleicht ein Spiel zugeschickt bekommt, vorbestellt habt, was noch gar nicht draußen ist, spielt das nicht, streamt das nicht, wenn es noch gar nicht draußen ist. Bei Bloodborne gab es ganz viele Leute zum Beispiel, die, das ist ja schon ein Weilchen her, aber habe ich heute noch in einem Stream gehört, bei jemand anderes, die urplötzlich, weil sie Bloodborne als allererstes gestreamt haben, irgendwie von 5 Followern auf 1000 Zuschauer gekommen sind.
und 10 Minuten später gebannt waren von Twitch. Und, das sind die Klassiker-Kanäle, meistens über Konsole. Da hast dann oben die rote Anzahl an Zuschauern, irgendwie 5 Viewer und halt 1300 Zuschauer. Genau. Und 10 Minuten später gebannt, weil Spiele, die man noch nicht kaufen kann, darf man halt nicht streamen, wenn man nicht die Erlaubnis vom Entwickler hat. Ja. Und deswegen, das wollte ich nur noch sagen. Ansonsten hatte ich jetzt nichts mehr. Da war, glaube ich, noch eine Frage. Ich glaube, ja, also wir haben alle durch. Zu lange zu beantworten. Also erster Stream, ich glaube, das haben wir auch schon im ersten. Genau. Also die Fragen, die jetzt noch übrig sind, Leute, auf Twitter, die hatten wir in den letzten 2 Sendungen. Da könnt ihr gerne nochmal nachgucken. Wir würden natürlich auch nicht immer gerne alles wiederholen, denn das macht sich nicht. Also wir haben alles, was neu war, eigentlich alles, eigentlich hatten wir durch. Und die Sachen, die ihr gefragt habt, die euch nicht beantwortet wurden, könnt ihr gerne nochmal bei YouTube nachschauen. Demnächst hoffe ich auch, dass wir noch eine Lösung finden für den Podcast. Dann könnt ihr euch das runterladen als MP3, swoosh, ins Ohr. Kommt auch noch. Aber Slabby, möchtest du gerne noch Tschüss sagen? Choink, choink. Ich sag Tschüss. Das war's, okay? Kein, alright. Nein, danke, dass ich hier sein durfte. Danke für all die neuen, all die Zuschauer, die heute da waren. War ja schon wieder super cool. Vielen Dank für vor allen Dingen das Feedback beim letzten Mal oder nach dem letzten Mal und all diese netten Dinge, die ihr uns hier entgegenbringt. Das wollte ich auf jeden Fall loswerden. Ich wollte jetzt hier nicht, das war natürlich nur ein Spaß, dass ich nur Tschüss sage und dann nichts mehr sage. Außerdem habe ich den Spaß ja schon im letzten Mal gemacht, deswegen muss ich ja nicht immer alles wiederholen. Von daher, danke für all eure Liebe und auch für euch, ihr drei da über mir und rechts von mir, genau. Ja, danke an Lost, dass du da warst. Als Gast. Gerne. Dass du diese Sendung nochmal um 25% bereichert hast. Und Klasse. Ansonsten wünsche ich euch allen, die ihr da noch im Chat rumhängt, eine wunderschöne gute Nacht und bis in 2 Wochen hier. Tschüss. Garak, komm mal rein. Oder möchte, pass auf, wir machen es heute. Garak hat das Schlusswort. Garak, dann komme ich nicht zu Ende. Was? Dann komme ich nicht zu Ende. Garak, pass auf, du hast heute, ich übergebe es dir, du hast das Schlusswort. Ich mach's nicht, du machst es heute. Alrighty? Lost, sag noch Tschüss, hau rein. Du hast ja Open Mic für dich sozusagen. Open Mic. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal für die Einladung. Wie am Anfang schon angemerkt, ich finde sowas richtig cool. Gerade wenn es Themen sind, wo man halt drüber reden kann. Wenn wir jetzt über Fußball geredet hätten, dann wäre es natürlich nicht so effektiv gewesen für mich. Nicht heute. Nicht heute, scheiße. Nein, es kommt noch. Sehr interessantes Thema. Ich hoffe, da draußen hat es den einen oder anderen auch weitergeholfen, die halt einfach solche Fragen auch haben. Und ich kann nur sagen, Leute, weil wir es ja auch hatten, Bekanntheitsgrad, sagt euren Leuten Bescheid, was abgeht, was auf Twitch möglich ist, was da so passiert. Vielleicht finden sie Gefallen daran. Vielleicht nicht unbedingt an uns, aber an den einen oder anderen. Ich denke, jeder Zuwachs auf Twitch ist ein Zuwachs für die Community. Und ja, lasst uns in Zukunft hoffentlich alle zusammen ordentlich viel Spaß haben. Und ich bedanke mich, wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Wochenstart. Peace. Ich möchte mich selbstverständlich bei euch auch allen bedanken dafür, dass ihr alle da wart, dass ihr so bezaubernde Fragen gestellt habt. Verzeihung an die Leute, die jetzt nicht unbedingt ihre Frage beantwortet bekommen haben. Hatte ich gerade gesagt, geht nochmal zu YouTube. Den Link habe ich gerade gepostet. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Das ist unser Kanal. Da findet ihr alle Aufzeichnungen, quasi 1, 2 und 3. Dankeschön noch an Slabby, Garak, Lost und Slabby. Ja, Handkuss. Vergesst unsere, ich mache das für die anderen beiden mit, ja, Twitter, Lost Aiming, Slabby, Lost Aiming und Garak, was? Slabby ist Slabby? Yes. Klasse, juhu, ich habe mich vertan. Nein, aber die drei Leute werden gleich nochmal hier im Chat ihre Twitch-Channels reinposten und dann könnt ihr da nochmal vorbeigehen. Ein ganz großes Dankeschön, dass ich da sein durfte, dass wir heute keine Soundprobleme hatten, es war richtig stark. Und jetzt möchte ich das Schlusswort ausnahmsweise mal an den bezaubernden Garak Durak abgeben mit den Worten YOLO. Ja, uns fällt jetzt gar nichts ein. Danke, Leute, dass ihr da wart. Danke vor allen Dingen. Ich war noch nicht fertig. Danke vor allen Dingen an unseren Supergast, der diese illustre Runde
heute doch bereichert hat und uns sehr viel erzählen konnte über sein Leben. Und ich denke, wir sind ein bisschen rumgeeiert und haben es nachher auf den Punkt gebracht, dank Dizzys hervorragender Moderation. Und ja, ganz einfach, ne? Schaut auf unsere Kanäle, Facebook, Twitter, YouTube, da heißen wir alle, so wie wir eben heißen, einfach eingeben und bis zum nächsten Mal in 2 Wochen. Ciao. Und jetzt alle gleichzeitig winken, synchron. Tschüss. Thank you.